15 10 seconds. Five, four, three, two, one, rolling. The show is on. Start your engines. Sound muted. Sound muted. Sound muted. Show is on. Start your engines. Ich versuche mich einfach mal zu melden gerade aktuell. Ich weiß nicht, ob ich zu hören bin. Es liegt offensichtlich ein kleines technisches Problem vor. Ich sehe meinen Kollegen Fonsi Cebrian, der für den spanischen Stream dieses Rennen kommentiert. Habe ihn im letzten Jahr kennenlernen dürfen in Jarama, im vorletzten Jahr. Es ist schon über ein Jahr her. Und das ist wirklich ein cooler Typ, der... Ich versuche mich einfach mal zu melden. Tracksport liebt und der für Spanien das Track Racing aufarbeitet. So, wir haben jetzt hier diverse Dinge. Ich habe aber keinen Ton. Ich gucke einfach mal auf die Bilder. Wir haben die zweite Runde der ETAC Digital Racing Challenge. Ich sage nur eins: 4 Events, 8 Rennen. Und ein großes Finale. Das ist das, was wir in diesem Jahr bei dieser zweiten Ausgabe dieser Challenge erleben dürfen. Und wir haben heute den ersten Sonntag sozusagen mit 2 Rennen
Wir haben am 7. Februar die nächste Veranstaltung, immer zur gleichen Zeit, am Sonntagabend und am 21. Februar und am 7. März. Das ist im 14-Tage-Rhythmus. Dann ist ein bisschen Luft holen und dann gibt es ein großes Finale mit den Pro-Racern, also die hier in dieser Challenge am Sonntagnachmittag mitfahren und den Sim-Racern, die nach dieser Veranstaltung ihre Besten ausfahren. Und am 28. März gibt es dann das große Finale, die 10 besten Pros gegen die 10 besten Sim-Racer. Also das verspricht spannend zu werden und spannend zu bleiben. Und ich freue mich, dass ich euch alle begrüßen darf und auch begleiten darf. Ich denke, wir werden diese kleinen technischen Probleme noch in den Griff bekommen. Mein Name ist Joachim Eberts und ich bin voller Spannung, wie sich das Feld in diesem Jahr, in dieser zweiten Ausgabe aufstellt. Denn wir haben zwar Fahrer dabei, es sind nur Fahrer, ja, deswegen können wir das Gendern heute auch bleiben lassen. Fahrer dabei, die im letzten Jahr mitgefahren sind. Allen voran natürlich der Titelverteidiger Norbert Kich, der die erste ETRC Digital Challenge für sich hat entscheiden können. Das sehr deutlich, muss man sagen. Sascha Lenz, zweite Position, der hatte zwischendurch immer mal wieder rangeschmeckt, wie man so schön sagt. Aber letztendlich hat er den zweiten Platz zementiert. Und Theo Calvé ist auch wieder dabei. Er ist Dritter geworden in der ersten Session. Und wir haben ein illustres Feld. Wir haben auch ein etwas anderes Feld in diesem Jahr, in dieser zweiten Ausgabe, als beim Probelauf, wenn ich mal so sagen darf, in der ersten Runde. Wir haben auch Kollegen aus der spanischen und der französischen Drag-Meisterschaft mit dabei. Wir haben Neulinge mit dabei. Wir werden auch Zeit haben, an diesem Sonntag das ein oder andere noch vorzustellen. Fangen wir mal einfach an mit der Startnummer 1. Norbert Kich heute am Start, hat ja normalerweise die 40, aber hier ist er der Titelverteidiger, wie sagt man so schön, der Reigning und Defending Champion, der zu Schlagende, den alle wieder aufs Korn nehmen im übertragenen Sinne. Aber ich habe im Vorfeld vor einer guten Stunde mit Sascha Lenz noch ein bisschen Kontakt gehabt. Und der hat gesagt, boah, der Norbi, der hat auf dem Trainingsserver wieder Zeiten hingelegt. Die waren sensationell. Eine 2.16.4. Ich habe dann so 2.17. Wir werden schauen. Die Super Bowl ist bereits im Gang. Ich habe leider keine Informationen im Moment, wie die Stände dazu sind. Wir sind ja auf dem Ungaroring. Und das kennen manche, auch dazu gleich noch ein paar Sätze. Norbert Kich, der 35-Jährige aus Budapest, der die erste Session, die erste Runde ETRC dominiert hat, muss man so sagen. Er hat sie wirklich dominiert und der wird auch alles tun, um in diesem Jahr den Titel zu verteidigen. Dann haben wir mit der Startnummer 8 einen ersten Spanier, Manuel Alvarez vom Albitrack-Team, der seit 2018 beim Team ist und der in Spanien die Meisterschaft fährt. Und der ist jetzt noch relativ neu in diesem Segment. Der hat nämlich mit Ausbruch der Covid-19-Pandemie angefangen, Simracing zu betreiben, so wie manch einer. Und denke mal, er wird vielleicht heute auch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Wir haben auch dabei beispielsweise die Startnummer 22. Das ist Lukas Hahn, der 23-Jährige, der mit seinem Iveco in diesem Jahr direkt von Anfang an angreift. Im letzten Jahr hat er zwei Gaststarts, hat sich das Ganze mal angeschaut und der Altensteiger ist in diesem Jahr mit dabei. Ich sag's nur, ich gehe mal davon aus, dass Diana und Jochen Hahn auch zuschauen, wenn der Lukas fährt. Herzliche Grüße und ein gesundes neues Jahr auch nach Altensteig. So, also Lukas Hahn mit dabei in diesem Jahr. Schauen wir mal, wie er sich so schlägt. Von Sascha Lenz habe ich bereits gesprochen. Auch da schöne Grüße
nach Weißen Turm, nach Omitz. Also von daher an Silvia Lenz, an alle, die fiebern mit Sascha, Christina, Kate, alle, wie sie da sind. Auch da schöne Grüße, Sascha Lenz mit der Startnummer 30, wie gewohnt dabei und wie gewohnt auch motiviert. Denn er hat gesagt, ich werde natürlich angreifen und werde natürlich schauen, dass man da auch das ein oder andere Rennen für sich entscheiden kann. Mit dabei auch, ja, wie soll ich sagen, er hat im letzten Jahr den Satz geprägt, also real ist mir das alles lieber. Ja, das ist wahrscheinlich bei vielen so, das ist bei euch wahrscheinlich am Stream auch so. Ihr wollt alle mal wieder Truck Racing zum Anfassen, aber wir überbrücken die Zeit halt mit der Digital Racing Challenge. Antonio Albacete, mittlerweile 56 Jahre alt, also im besten Alter als Truck-Rennfahrer unterwegs zu sein. Der Spanier, der für T-Sport Bernau unterwegs ist und der mit der Startnummer 23 auch in diesem Jahr an dieser digitalen Herausforderung wieder teilnehmen wird. Dann ein junger Hüpfer im Gegensatz zu Antonio Albacete, Theo Calvé, der Franzose, 19 Jahre alt, der bei Bagheera Zero Milage Racing unter Vertrag steht, der in dem Jahr 2020 eigentlich die erste komplette Europameisterschaftssaison hat durchführen wollen, aber wie diese Saison war und wie sie dann auch gelaufen ist, das wissen wir alle, müssen wir auch nicht wiederholen, es war der Pandemie geschuldet, dass nicht genügend Rennen für das Ausschreiben oder für das Ernennen eines Europameisters oder einer Europameisterin zur Verfügung gestanden haben. Theo Calvé, ich sprach bereits davon, im letzten Jahr auf dritter Position in dieser Digital Challenge. Wird also auch dieses Jahr wieder alles geben, um vorne mit dabei zu sein. Dann haben wir mal die Startnummer 66, Calvé hat die 20. Jonathan André, der Franzose mit seinem MAN, Theo Calvé mit dem Freightliner ja unterwegs, Antonio Albacete auch mit dem MAN, also wir kommen noch gleich noch zu den einzelnen Marken. Jonathan André, der Teammanager von Lion Truck Racing. Die ersten beiden Rennen im vergangenen Jahr in Ungarn und in Misano Adriatico ist der Stammfahrer von Lion Truck Racing, Antoni Janjek, gefahren. Dann hat er aber irgendwie beruflich das nicht mehr auf die Reihe bekommen, in Anführungszeichen. Und dann ist der Teammanager eingesprungen und der hat sich richtig gut geschlagen, der Jonathan André. Der ist nämlich gesamt Sechster geworden in der ersten Challenge und wird auch zu beachten sein in dieser Runde jetzt hier. Wir haben mit der Startnummer 99 einen Neuling, José Villa, der Spanier, 21 Jahre alt, Albitrak Rennsport oder Albitrak Sport mit einem MAN ist er unterwegs und da muss man auch mal ein Auge werfen, denn José Villa ist Zweiter geworden bei der virtuellen Meisterschaft in Spanien 2020. Also der weiß, wie es mit dem Sim-Racing geht. Der weiß auch, wie es mit richtigen Autos geht, mit richtigen Trucks. Denn er weiß, dass er Champion geworden ist in der spanischen Meisterschaft im Jahr 2019. Also alle Augen auch auf die Startnummer 99. Dann haben wir mit der Startnummer 25 Pedro Marco am Start, genau genommen Pedro Ignacio García Marco. Ich habe ein Faible für spanische Namen. Das ist immer wieder schön, das singt, das summt so vor sich hin. Pedro Ignacio García Marco, kurz Pedro Marco, so werden wir ihn noch weiter nennen. Hat ein MAN, kommt aus Spanien, ist für das Murcia Racing Team unterwegs und hat auch für die ETRC 2021 Real gemeldet. Ist noch in den Anfängen beim Sim Racing. Startnummer 8 hatten wir schon, Manuel Alvarez. Henry Tajus, auch ein alter Bekannter, wenn ich so sagen darf, denn auch er ist im vergangenen Jahr in der Digital Challenge gefahren. Startnummer 15 der Niederländer für EK Motorsport war im vergangenen Jahr als Gastfahrer unterwegs und mit dabei auch Björn Tajus mit der Startnummer 51, Bruderduell also sozusagen. Und Björn Tajus, der für das Truck Racing Team Kraft in der
Niederländischen in der holländischen Truck Racing Meisterschaft unterwegs ist, fährt einen DAF. Die 51, also Björn Taihus. Dann mit der Startnummer 12. Wir gehen ein bisschen wild durch die Runde. Luca Rival, ein Franzose, ein junger Franzose, 21 Jahre alt, kommt aus Albi. Da ist ja auch eine Rennstrecke für Trucks. Da wird auch jedes Jahr ein Truckrennen gefahren. Fährt für das Albi Motor Racing Team Frankreich. Und ist sein erstes LKW-Rennen auch im Jahr 2020 gefahren. Und er ist auch sicherlich zu beachten. Startnummer 94. Wieder ein Neuzugang in dieser Serie. Der Portugiese Ivan Rodriguez, 20 Jahre alt, ist in der französischen Meisterschaft unterwegs. War da 2019 Rookie of the Year. Also der ist auch nicht ohne. Und Ivan Rodriguez ist deswegen zum Truck-Race-Sport gekommen, weil sein Vater viele Jahre Teamchef war bei einem Truck-Racing-Team. Und damit kommt man dann so hin. Die Startnummer 81, da begrüßen wir Ferry van Drunen, den Niederländer mit dem Scania, Drunen-Truck-Racing-Team, auch ein Neuzugang in dieser Runde. Wir haben dann noch die Startnummer 19. Und da gilt es auch, ein besonderes Augenmerk zu werfen. Der Iveco von Marco Klingelhöfer vom Maddox Racing Team, organisiert im MSC Alzey. Da denke ich gerade so an Uwe und Dominik Ramp beispielsweise, die auch im MSC Alzey sind. Wenn ihr zuhört, auch schöne Grüße. Der Dominik fährt allerdings, soweit ich weiß, und wenn ich das richtig verfolgt habe, noch die 24 Stunden von Daytona virtuell. Aber Marco Klingelhöfer hatte auch große Pläne in 2020, die sind aber dann auch von Corona ein bisschen torpediert worden, wie so mancher Plan. Und er wollte beim Truck Grand Prix erstmals starten, hat dann aber alles zurückgezogen, weil er gesagt hat, wenn, dann machen wir das alle und nicht nur ein Teil und es können nicht nur drei Mann mit. Man hat viele, viele Jahre an diesem Projekt Maddox Racing Team gearbeitet. Auch zu Marco Klingelhöfer vielleicht im Verlaufe unserer Rennen noch etwas mehr. Hat im Jahr 2020 auch an der VTRC, also an der virtuellen Serie in Spanien, teilgenommen. So, das war einfach mal eine Vorstellung von den Fahrern. Wir haben insgesamt 7-mal MAN im Feld. Wir haben 2-mal jeweils einen Iveco. Wir haben 2-mal einen Scania. Und dann jeweils einmal vertreten ist der Freightliner, den Theo Calvé steuert. Dann haben wir einen Mercedes, einen DAF und einen aus dem Hause Renault. Das die mal so zu den Fahrern und deren virtuellen Rennmaschinen am heutigen Tag, aber nicht nur am heutigen, sondern alle 14 Tage ja so, werden wir das Ganze nochmal erarbeiten. Ich schaue jetzt einfach mal auf den Livestream. Ich für meinen Teil habe, aber ihr habt auch nicht mehr, glaube ich. Mal gerade anschauen. Ich sehe auch immer noch die Bilder, ja, genau. Und wir haben Uhr. Dann kümmern wir uns mal, 18 Uhr soll eigentlich das erste Rennen sein. Wir hatten ein Studio, das habe ich aber im Moment gerade nicht. Aber 18 Uhr soll das erste Rennen sein. Ich hoffe, dass wir dann den Stream auch dementsprechend haben. Werden wir einfach mal weitermachen. Aber habe ich schön Zeit, um euch ein bisschen was zu erzählen. Wer hier mitmacht oder wer an dieser ETRC Digital Racing Challenge mitmacht und wo wir sind, am Ungaroring sind wir, aber da gibt es ja auch noch ein paar Einzelheiten zu. Clerk of the Course, also der Rennleiter, ist Rolf Werner und der Chef der Organisation ist Georg Fuchs. In der Race Control, alles Race Control at Home, alles in Corona-Zeiten muss es so sein. Janine Meyer und Michael Kalichan, Frank Taller ist in der Rennkommission. Und Stefanie Eder ebenfalls
Die Organisation des Rennens liegt bei Georg Fuchs, bei Gero Mulka und Lukas Unger. Und wir streamen David Edison in Englisch, Anthony Trevet in Französisch, meine Wenigkeit in Deutsch und Alfonso Cebrian in Spanisch. Der ungarische Kommentator ist mir leider nicht bekannt, aber wer von euch spricht auch schon Ungarisch? Das ist schon schwierig. Also wäre schön, wenn ihr bei mir bleibt und wenn wir diesen Sonntagabend gemeinsam verbringen würden. Ungaroring, ja, muss man nicht viel zu sagen, ist eine berühmte Formel-1-Rennstrecke. Jedes Jahr ist der Zirkus zu Gast, der Formel 1 Zirkus zu Gast, und das soll auch bis zum Jahr 2025 so bleiben. Der Ungaroring ist 4,381 Kilometer lang. Wir haben bei den Rennen eine Zeit von 25 Minuten plus eine Runde und die dazugehörige Formationsrunde natürlich mit eingerechnet. Die Richtung des Rennens ist im Uhrzeigersinn. Der Start wird rollend ausgeführt. Die Pole Position ist auf der rechten Seite des Kurses angelegt und dann geht es nachher in die Rennen, indem der Rennleiter ein akustisches Signal abgibt, wann denn die Piloten jetzt aufs Gas treten dürfen und können. Die Piloten sind alle von Rolf Werner im Drivers Briefing, in der Fahrerbesprechung entsprechend instruiert worden. Geht bei diesen virtuellen Rennen auch ganz oft um die, ja, ums Kleinholz, so möchte ich es mal sagen. Also Rolf Werner hat nochmal ganz deutlich gemacht, dass er es nicht duldet, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann wird er das bestrafen und dann wird die Race-Kommission das bestrafen. Und dann werden wir mal schauen, wie sich das verhält. Er hat eindringlich darum gebeten, die Dinge nochmal ganz deutlich zu machen. Man soll schon fair fahren, man soll Spaß haben natürlich, aber man soll dann auch fair fahren und sollte dann auch dem Gegner einen notwendigen Platz lassen. Das einfach mal so. Die Strecke in Ungarn ist 1986 erbaut worden. Lewis Hamilton hat zwischenzeitlich 8-mal auf diesem Kurs gewinnen können. Michael Schumacher war 4-mal erfolgreich und Sebastian Vettel war 2-mal erfolgreich. Auf dem Ungaroring, nordöstlich von Budapest gelegen. Und ja, die Formel 1, sagte ich ja, ist regelmäßig da, aber auch die Truck Racer sind mittlerweile regelmäßig da. Seit 2015 ist dieser Kurs in der Truck-Europameisterschaft im jährlichen Kalender. Wie sehen da so die Sieger aus? Jochen Hahn hat das Rennen, nein, hat die Rennen, das sind ja immer mehrere Rennen am Wochenende, 6-mal gewinnen können. Adam Latzko ebenfalls und Norbert Kich genauso. Der hat auch 6-mal gewonnen. Die drei waren also am erfolgreichsten. Und Stefanie Halm, Schwaben Truck Racing, hat 2-mal auf dem Kurs triumphieren können. Antonio Albacete, André Cosim und Sascha Lenz haben jeweils ein Rennen gewinnen können auf dem Ungaroring. Im letzten Jahr, 2020, gab es auch ein Rennen auf dem Ungaroring. Adam Latzko und 3-mal Norbert Kich haben diese Rennen gewonnen. Die letzten Rennen, die zur Europameisterschaft zählen, gingen an Jochen Hahn, an Sascha Lenz, nochmal an Jochen Hahn und an André Cosim mit seinem Iveco von Don't Touch Racing. So viel mal zum Ungaroring, der immer gerne auch als Mickey Mouse Kurs bezeichnet wird, aber für die Truck-Racer ist das schon ein cooler Kurs, wie ich finde. Mickey-Maus-Kurs deshalb, weil es relativ enge Kurven gibt. Es gibt aber auch Schikanen, recht lange Start- und Zielgerade. Die hat man in einer Umbauphase nochmal etwas um 200 Meter verlängert. Lang geht es geradeaus, dann kommt man unten in die Rechts und dann geht es auch dann entsprechend und dementsprechend weiter. Also von daher gibt es für den Ungaroring
grünes Licht. Und ich denke mir mal, wir werden hoffentlich wieder spannende Rennen am heutigen Sonntag auf dieser Strecke sehen können. Und ja, wir warten es einfach mal ab. Ich habe jetzt schon mal die Start- und Zielgerade auf dem Bild. Wir sind gerade noch ein bisschen technisch in der Arbeit, um es mal so zu sagen. Aber wird schon, da steht auch schon die, ich hätte fast gesagt die Corona, aber das spart man sich am besten in dieser Zeit, dieses Wort. Nein, das Feld steht schon da und es steht auch schon da, der Pace Truck, der in diesem Jahr, wenn ich richtig informiert bin, aus dem Hause Iveco stammt. Der S-Way, ein Fahrzeug, das im 2019 vom Hause Iveco auf dem Nürburgring anlässlich des Truck Grand Prix vorgestellt wurde. Ich weiß noch, das war richtig ein... Ja, es war super. Es war eine super Veranstaltung. Man hatte drei verschiedene Fahrzeuge dort. Und die hatten auch unterschiedliche Lackierungen. Man hatte Sondereditionen wie Magirus. Und der S-Way ist mittlerweile ein Fahrzeug, was natürlich auch den Weg in den Truck Race Sport gefunden hat. Jochen Hahn hat den Iveco S-Way zum Renntruck umgebaut. Lukas Hahn wird in dieser Challenge hier ebenfalls den Iveco S-Way fahren. Genauso wie Don't Touch Racing auch mit dem Iveco unterwegs ist, mit dem S-Way. Und der wird seinen Weg machen. Im letzten Jahr hat Jochen Hahn schon gezeigt, welches Potenzial das Fahrzeug hat. Und von daher denke ich mal, wird das ganz gut werden. Wir haben jetzt ein Live-Bild und ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein Live-Bild. Es gibt da ein kleines Problem mit einem Server, aber wie soll es denn auch anders sein? Die ganze Welt kommuniziert nur noch virtuell, aber ich sehe bewegte Bilder und bewegte Bilder lassen sich immer am allerbesten kommentieren. Wir haben einen Blick aus dem Pace Truck, der die Fahrzeuge in die Formationsrunde bringt. Und ich schaue mal auf meinem Bildschirm, der, ich muss es sagen, relativ klein heute ist. Also wenn ich mich in der einen oder anderen Sache vertue, seid mir nicht böse. Aber was ich sehen kann, ist, dass die Startnummer 1 auch die Pole Position hat. Und was ich auch sehen kann, ist, dass Lukas Hahn an dritter Position ist. Und was ich auch auf den ersten Blick sehen kann, ist, dass Sascha Lenz die vierte Position hat. Ich habe dieses Super Pole leider nicht verfolgen können. Ihr habt da vielleicht mehr gesehen. Aber es ist so, Norbert Kirch hat dann mal wieder die Bestzeit gesetzt und alle gehen natürlich jetzt dann ran. Ich kann im Moment noch nicht erkennen, wer auf zweiter Position ist. Ein gelbes Fahrzeug, das ist sehr schön, dass es ein gelbes Fahrzeug ist, aber es ist auch so, wir haben drei gelbe Fahrzeuge im Feld. Muss auch ich mich noch ein ganz klein bisschen dran gewöhnen. Fahrzeuge gehen jetzt in der Formationsrunde rein. Und dann wird nachher das Pace Truck natürlich ausscheren in die Boxengasse und dann ist das Rennen über 25 Minuten plus Overtime plus eine Runde eröffnet. Und Norbert Kirch hat natürlich jetzt schon wieder ganz hervorragende Ausgangsposition, um dieses Rennen von vorne weg zu fahren. Worüber ich etwas, ja, wie soll ich sagen, erstaunt bin, ist der falsche Ausdruck, gänzlich falscher Ausdruck. Aber Lukas Hahn hat sich da offensichtlich über den Winter richtig fit gemacht. Sagte ja eben schon, er hat mal zwei Gaststarts gehabt, um jetzt in dieser Saison, in dieser virtuellen Saison, komplett angreifen zu können. Dritter Sascha Lenz, dann kommen die beiden anderen, da ist dann Jonathan André mit dabei. Mit Sicherheit Manuel Alvarez ist der, der auf zweiter Position ist. Der hat sich da vorne in die erste Startreihe gefahren, kann man jetzt gut erkennen, Start Nummer 8, dann Lukas Hahn, dann Sascha Lenz. Das sind die ersten beiden Reihen. Fahrzeug von Iveco, der S-Way, fährt das Feld jetzt ein wenig zusammen. Theo Calvé ist vierte Reihe, wenn ich das richtig sehe, der Freightliner ist entsprechend
nicht so gut durch die Super Bowl kommen. Die Super Bowl hat sich im Übrigen etwas verändert gegenüber dem letzten Jahr. Die Fahrer haben jetzt 4 Runden sozusagen, also eine Outlap, eine aus der Box raus. Dann können sie mit den Reifen 2 Runden schnelle Zeiten fahren, dann bauen die Reifen ab, dann bleibt einem nur noch die Inlap. Interessante Konstellation, insbesondere zweite Reihe, Sascha Lenz, Lukas Hahn. Dann dahinter die beiden anderen Gelben, da ist Jonathan André mit dabei. Und die Startnummer 99, Jossi Villa, da habe ich ja gesagt, die 66 ist auf der 5, Jossi Villa auf der 6. Wofür man so eine Formationsrunde alles brauchen kann, ersten 3 Reihen haben wir jetzt mal gefixt. Norbert Kirch gibt das Tempo vor. Er muss aber warten, bis Rolf Werner auf der Startzielgeraden gleich das Go gibt, indem er sagt, green, 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 wird er dann in den Funk rufen. Und dann erst dürfen die Piloten beschleunigen. Feld kommt jetzt auf die Start- und Zielgerade. Die Zeit läuft, es sind noch 21 Minuten und 28 Sekunden und jetzt geht es los, jetzt hat Norbert Kirch angegriffen, da kommt schon Sascha Lenz von hinten, schert aus und möchte natürlich hier in der Anfahrt auf die erste Rechtskurve die ein oder andere Position gut machen, das scheint ihm zu gelingen, da muss er aber auch dann auf die Bremse, Lukas Hahn zweite Position, kann sich nach vorne schieben, Hahn hat diese zweite Position, konnte sich also an Manuel Alvarez vorbei schieben, aber Sascha Lenz ist das nicht gelungen. Der kommt jetzt ins Schlingern, aber der fängt dieses Fahrzeug wieder. Dritte, vierte Position für Sascha Lenz und dahinter ist natürlich mächtig was gebacken. Theo Calvé kommt hier in einem super schnellen Drift vorbei und hat hier die Schwierigkeit überhaupt in diese Runde zu kommen. Das wird sich jetzt alles ein wenig sortieren. Vorne ist im Moment mal die Aufreihung erfolgt. Da ist Norbert Kirch als der Sieger aus der ersten Kurve gekommen. Lukas Hahn an 2. Dann André, dann Sascha Lenz, die ersten 4. Dann kommt die Startnummer 66. Na, das ist Jonathan André auf der 5. Also von daher müssen wir das... Ne, die 99 ist auf der 5. Die 66 ist auf der 6. Position. Die 99, da sprechen wir von Jossi Villa. Mit der Startnummer 66, da sprechen wir von Jonathan André, der im Lion-Truck unterwegs ist. Und jetzt haben wir das Bild aus dem Heck vom Führenden von Nobby Kirch, der sich anschickt, hier dieses erste Rennen gleich mit einem Paukenschlag zu eröffnen. Aber ich möchte an der Stelle mal darauf aufmerksam machen, Lukas Hahn hat auch schon ein wenig zwischen sich und seine Konkurrenten legen können. Also der ist mal komfortabel hier auf einer zweiten Position, der 23-jährige Altensteiger. Sascha Lenz hat Druck, das sieht man hier aus dem drittplatzierten Fahrzeug. Er wird angegriffen von Jossi Villa und von Jonathan André, kann das im Moment verteidigen, aber das wird eine harte Übung noch die nächsten 20 Minuten. Da muss er immer dagegen halten und vor allen Dingen, es ist ja auch so, wenn ich mehr in den Rückspiegel gucken muss, dann kann ich vorne nicht mehr angreifen. Da kommt Norbert Kirch, da kommt Lukas Hahn und da kommt Manuel Alvarez. Das sind die ersten 3. Dann Sascha Lenz, der die 4. Position in dieser ersten Runde hat verteidigen können. Jetzt kommen wir aus dem Fahrzeug von Jonathan André auf die vorderen Plätze. Da ist Jossi Villa vor ihm direkt. Da ist Sascha Lenz 2 vor ihm. Also auf 6. Position haben wir Jonathan André. So geht's in die zweite Runde. Da sind wir schon mittendrin. Lukas Hahn, Sascha Lenz, dann die beiden Gelben. Und dann schauen wir mal, wie es da sonst noch so aussieht. Antonio Albacete, der vom Team Tragsport Bernau auf der 8. Position liegt. Dann haben wir Thaiaus aus der 7. Björn Thaiaus. Auch die Anzeige ist am heutigen Abend nicht freundlich für Brillenträger, wenn ich mal so sagen darf. Aber ich gebe mir die allerbeste Mühe. Theo Calvé im Moment auf 9. Position und Henry Thaiaus auf der 10. Das waren mal so die ersten 10 Plätze. Jetzt haben wir einen Splitscreen, auch neu in diesem Jahr. Da sehen wir unterschiedliche Perspektiven von den momentanen Rennen. Und Lukas Hahn ist da wirklich sehr gut auch mit dabei. Aber das ist natürlich jetzt der Punkt, wo ich nicht mehr weitermachen kann. Jetzt sind wir wieder da. Da haben wir Pedro Marco auf der 11, also Thaiaus auf der 10, Pedro Marco auf der 11. Dann haben wir Ivan Rodriguez auf der 12, Luca Rival
auf der 13, Freddy van Druten auf der 14. Und dann bleibt mir nur noch einer, nämlich Marco Klingelhöfer, der im Moment das Feld hinten abschließt. Die Zwischenzeiten kann ich nicht erkennen, aber das werde ich gleich ändern, indem ich wahrscheinlich dann doch mal auch das Live-Timing zuschalten werde. Das habt ihr ja auch, könnt ihr ja über YouTube entsprechend abrufen. Aber es bleibt spannend. Aber für Kisch ist das eine Nummer, die geht schon wieder vollkommen klar. Der hat schon mehrere Meter zwischen sich und Lukas Hahn legen können. Lukas Hahn tut gut daran, wenn er jetzt mehr nach hinten schaut, um diesen zweiten Platz erfolgreich verteidigen zu können. Denn er wird, wenn Norbert Kisch keinen groben Fehler macht, wird er ihn nicht mehr bekommen. Das wage ich mal 15 Minuten vor dem Ende des Rennens zu behaupten. Oder aber Lukas überrascht mich und straft mich Lügen und wird nochmal einen Angriff auf den Norbert Kisch starten. Wäre natürlich ein toller Erfolg für den alten Steiger, wenn er hier einen zweiten Platz in diesem ersten Lauf von Zweien, die heute auf dem Hungaroring gefahren wird, einfahren könnte. Immer noch auf dritter Position die Startnummer 8, Manuel Alvarez, der im Übrigen, das machen aber ganz viele Spanier, als Lieblingsrennstrecke Jarama angibt, also die Rennstrecke, wo der Saisonabschluss traditionell der Truck-Europameisterschaft stattfindet, wo auch die Jahressiegerehrung stattfindet, auf der Strecke von Jarama, die südwestlich oberhalb von Madrid unterwegs ist. Manuel Alvarez, Albi Truck Racing Team, ist auch schon Tourenwagen gefahren, also der kommt nicht direkt auf den Tracksport. Der hat früher schon mal in den Mitte der 20er, also 2016 und 17, im Seat Leon Cup seine Sporen verdient, hat dort 4 Siege erzielen können in 2017. Da wurde aber die Meisterschaft nicht komplett abgeschlossen von ihm, sodass er also nicht die Meisterschaft auch erzielen konnte. Da haben wir mal den Marco Klingelhöfer mit der Startnummer 19, von dem ich ja eben bereits gesprochen habe, mit diesem Superprojekt des Maddox Racing Team. Das Auto heißt im Übrigen Medusa, wenn ich das alles richtig so notiert habe. Fährt in der Dutch Trophy, also in der holländischen Meisterschaft. Sein Lieblingskurs ist der Nürburgring, wenn es um Trucks geht. Und ansonsten ist er nicht böse, wenn er im badischen Hockenheim den Asphalt unter die Räder nehmen darf. Norbert Kisch macht das hier im Moment souverän. Das kennen wir von ihm aus dem letzten Jahr. Lukas Hahn macht das im Moment auch noch souverän, muss aber jetzt schauen, dass Manuel Alvarez nicht zu nah rankommt, um sich auch vielleicht nicht in einen Techtelmechtel einzulassen. Denn wenn ein Angriff erfolgt, da ist immer auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es vielleicht kracht und dass man dann die bis dahin gewonnenen Plätze wieder abgeben muss. Sascha Lenz, vierte Position. Ich will jetzt nicht sagen, der fährt verhalten, das ist wahrscheinlich gar nicht so, weil der Ehrgeiz, da haben wir eben auch nochmal drüber gesprochen, es ist ein Spaß, ja, es ist sicherlich ein Spaß, wenn man hier diese virtuellen Meisterschaften fahren kann, es ist ein Zeitvertreib im Sinne von, man bleibt in der Übung, auch die Formel 1 hat ja schon fast feste Simulationsfahrer, die also nichts anderes machen, als nur im Simulator fahren, um dann die Werte auch auf die reale Rennstrecke übertragen zu können. Soweit sind wir hier an der Stelle noch nicht, aber es übt und von daher ist es auch der Ehrgeiz natürlich, diese Rennen so gut als möglich gestalten zu können. Lukas Hahn sieht sich etwas mehr unter Druck jetzt von Manuel Alvarez von der Startnummer 8, aber hat noch kein Problem, den Iveco deutlich vor ihm zu steuern. Eine Wagenlänge in etwa liegen zwischen den beiden und Hahn wird da sicherlich alles geben, um hier nochmal den Abstand etwas größer zu machen. Norbert Kisch ist erstmal entrückt und die beiden, das Pärchen Hahn und Alvarez, ist auch ein wenig dem Sascha Lenz entrückt, der sich aktuell mit dieser vierten Position zufrieden geben muss. Norbert Kisch, Lukas Hahn, Manuel Alvarez, Sascha Lenz. Dann haben wir auf der fünften Position
ganz toll. Oh, da kommt ein Angriff. Da kommen die ersten Angriffe von Manuel Alvarez. Jetzt müssen wir da doch mal noch erstmal ein genaues Auge drauf werfen. Der Mercedes scheint mir gut vorbereitet auf diese Rennen von Manuel. Der hat doch gesagt, er hätte gerade erst angefangen. Kann ich mir so jetzt schon mal gar nicht so richtig vorstellen. Hat mit Covid-19 mit dem Simsport begonnen, hat er geschrieben. Es gab so ein paar Fragen, die die neuen Fahrer beantwortet haben. Und da hat er geschrieben, er hat gerade erst angefangen. Aber das sieht im Moment so aus, als ob er da schon relativ gut in Übung ist. Denn Lukas Hahn muss jetzt schon ein wenig aufpassen. Im Sinne von diese zweite Position verteidigen. Was macht Antonio Albacete? Hat sich auf die siebte Position vorgekämpft. Das ist für ihn ein, ja, wie soll ich sagen, ein guter Platz. Der Antonio macht dieses Simsport sehr gerne, hatte am Anfang im letzten Jahr so seine Probleme, hat aber gegen Ende immer besser performt und wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch den ein oder anderen Akzent setzen können. Schön, dass wir jetzt den Zweikampf verfolgen zwischen Lukas Hahn und Manuel Alvarez. 0,4 Sekunden ist der Abstand. Also da darf sich der Altensteiger keinen Fehler leisten, sonst ist der Alvarez durch. Und wenn der durch ist, dann wird es natürlich schwierig, in den verbleibenden Minuten hier noch auf diese zweite Position wieder vorzukommen. Also Lukas Hahn tut alles, um diese zweite Position, die er ja beim Start gewonnen hat, wo er ja so geschickt dann an dem Kollegen Alvarez vorbeigefahren ist, die will er natürlich verteidigen. Jetzt wird der Angriff größer, das sieht man es auch. Da kommt da hinten ganz leicht drauf. Da hat er den Lukas ein bisschen rausgedreht, hat aber keinen Vorteil. Das schaut sich natürlich die Rennkommission auch ganz genau an, wenn es da so ein paar Bumps gibt. Also wenn da hinten mal auf die Stoßstange gefahren wird. Lukas Hahn kam von der Strecke ab, hat aber die Position wieder einnehmen können, immer noch zweite Position. Aber das ist das, was ich eben gesagt habe. Wenn man dann im Zweikampf ist, das ist natürlich das Salz in der Suppe beim Motorsport, aber wenn man dann im Zweikampf ist, dann kann so etwas immer auch passieren und da ist ein Sascha Lenz ja sicherlich auch derjenige, der auf der vierten Position sagt, so Jungs, dann macht ihr mal, ich fahre dann vielleicht mit einer Grußhand an euch vorbei. Aber eben nur vielleicht. Aber Sascha Lenz kommt, wenn ich das richtig sehe, hinten etwas deutlicher auf. Auch das keine neue Erkenntnis, wenn zwei sich streiten. Ihr wisst schon, ne? Also Sascha Lenz ist noch nicht ganz dran an Manuel Alvarez, aber er arbeitet daran. Aus dem Zweierzug wird gleich ein Dreierzug. Lenz greift da nochmal an. Hat eben wahrscheinlich zugehört und ich habe gesagt, er fährt verhalten. Nein, Sascha Lenz fährt nie verhalten. Aber er muss sich daran arbeiten. Er muss sich daran arbeiten und da kommt ihm natürlich der Zweikampf um die zweite Position sehr gelegen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ob Alvarez demnächst im Sandwich der beiden Deutschen ist, von Lukas Hahn und von Sascha Lenz. Hahn unter Druck. Hahn muss jetzt aufpassen, wenn es gleich wieder auf die Start- und Zielgerade geht. Jetzt sind wir gerade in der Schikane, das kann er relativ gut managen. Wenn es gleich wieder auf die Start- und Zielgerade geht, dann muss er ein wenig Abstand haben, sonst wird Alvarez probieren, da wieder anzugreifen, am Ende der Start- und Zielgeraden im Bremsmanöver vielleicht dann Lukas Hahn überraschen zu können und die zweite Position einzunehmen. Ja, das ist doch schon mal richtig anstrengend für den Altensteiger. Da muss er sich schon von Anfang an wehren. Aber nochmal, das wäre ein tolles Ergebnis für den jungen 23-Jährigen, der ja auch vorhatte, in der Truck-Europameisterschaft im Jahr 2020 zumindest als sogenannter Race-by-Race-Driver unterwegs zu sein, also von Rennen zu Rennen. Er war in Most am Start, hatte sich aber vorgestellt, dass er beispielsweise vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, aber noch in Zolder ist, fährt da eine gute Linie, fährt schon eine erste Kampflinie. Alvarez kommt da außen, das geht so nicht gut, hat aber zumindest mal die Beschleunigung. Und jetzt schauen wir nochmal genau hin, was jetzt am Ende der Start- und Zielgeraden so passiert. Norbert Kisch
biegt gleich ein, die anderen kämpfen noch, so kann man es ausdrücken. Der geht jetzt gerade schon mal in die Kurve, hat einen erquicklichen Vorsprung und wird dieses Rennen aus meiner Sicht auch nach Hause fahren. Hahn hat das hervorragend gemacht, hat sich da nicht düpieren lassen in dieser rechts nach der Start- und Zielgeraden. Geht also in die nächste Runde immer noch als Zweiter in diesem Rennen. Und das ist ein tolles Ergebnis. Ich sehe im Übrigen die Startnummer 20, Theo Calvé, ist ganz am Ende des Tableaus. Entweder hat er einen Serverdefekt, also das heißt, er ist nicht mehr verbunden, oder es gab irgendeine Beschädigung, was wir hier haben nicht sehen können. Also Theo Calvé hat da erstmal ein Nullresultat stehen in diesem ersten Rennen. Und es sind ja nicht so viele wie im letzten Jahr, es sind ja nur 8. Und es geht auch darum, dass man sich unter den ersten 10 qualifiziert, damit man dann im Grand Final oder Grand Finale oder ganz wie ihr möchtet, am 28. März gegen die 10 besten Sim-Racer antritt. Das wird ein Riesengaudi, das wird eine tolle Sache, wenn die Pros gegen die Sim-Racer angreifen. Alvarez kommt immer näher der Stoßstange des Iveco. Also der hat noch nicht ausgespielt, der hat aber auch nur noch, ich sag mal, 3 Runden Zeit. Aber 3 Runden können eine Menge sein. Jetzt ist er ganz dicht an Lukas Hahn dran. Hahn verteidigt das noch, hat noch wieder 0,4. Es sind 0,4 Sekunden. Das sieht manchmal dichter aus, als es dann in Wirklichkeit ist. Lukas Hahn fährt hier auf der letzten Rille, aber dass er so etwas verteidigen kann, egal ob im Simulator oder live, das hat er bewiesen, ist im Mittelrhein Cup auf dem Nürburgring, der immer im Rahmen des Truck Grand Prix ausgetragen wird, 3-mal aufs Podium gefahren. Ein wirklich erster großer Erfolg für den jungen Mann aus Altensteig. Jetzt wird's eng, jetzt muss er aufpassen. Da kommen wir wieder in die Zieleingangskurve. Da ist die Boxeneinfahrt, da sind sie eben drüber gefahren. Da ist Hahn Kampflinie, so ein bisschen Kampflinie gefahren. Da lässt er ihn nicht vorbei. Da hat der Alvarez eben in der Runde vorher probiert, einmal außenrum. Hat nicht funktioniert, bleibt bei diesen 0,4 Sekunden. Sascha Lenz kommt näher. Kann der Sascha da nochmal eingreifen? Kann er in diesem ersten Rennen einen Podiumsplatz belegen? Das müssen wir einfach mal abwarten. Wenn die vorne sich weiter so streiten, dann könnte das unter Umständen funktionieren. Josie Riva immer noch auf der 5. Position, Josie Villa auf der 6. Björn Tayus. Nee, auf der 6 ist Jonathan André, auf der 7 ist Björn Tayus, auf der 8. Position jetzt wieder Antonio Albacete, Henry Tayus auf der 9. und Pedro Marco auf der 10. Position. Ivan Rodriguez auf der 11. Luca Rival auf der 12. Marco Klingelhöfer hat sich auf die 13. Position vorgekämpft. Und die Startnummer 81, Ferry van Drunen, bildet im Moment den Abschluss. Theo Calvé, wie ich bereits gesagt habe, mit dem Freitliner im Augenblick nicht mehr in diesem Rennen dabei. Schauen wir mal, ob er zum zweiten Rennen wieder an den Start gehen kann. Heißer Kampf um die 2. Position. Dieses erste Rennen verspricht doch etwas für die Challenge, für die 14-tägige Sonntagsnachmittags-ETRC Racing Challenge eSports unter dem Hashtag #WeRaceAsOneTruckFamily. Sei an der Stelle auch nochmal gesagt, aus dem Cockpit von Saschas Fahrzeug jetzt nochmal die Positionskämpfe um die 2. Position. Sascha Lenz hat das da im Griff. Wenn sich da vorne einer vertut, dann wird der Omitzer da angreifen, dann wird der Omitzer hier eine Podiumsplatzierung erzielen können. Und die geben es sich richtig, die beiden da vorne. Es wird allerdings zeitlich ein wenig eng. Ihr seht die Uhr oben links runterlaufen. Es ist nicht ganz so einfach, hier auf dem Ungaroring überholen zu können. Und deswegen fährt Lenz jetzt mal rechts an die Boxenmauer, schaut sich das nochmal an
und gibt natürlich jetzt nochmal alles, ob er in dem Kurvengeschlängel dieses Grand Prix-Kurses hier noch was reißen kann. Die Cornermarkers sollte der Kollege Alvarez auch beachten. Cornermarkers, das sind für alle die vielleicht nicht so oft zuschauen, die Begrenzungen der Kurven. Also man hätte schon gerne, wenn eine Kurve auf einer Rennstrecke ist, dass man die dann auch fährt. Die schnellsten Punkte sind nun mal geraden zueinander, aber die Cornermarkers sind extra dafür angebracht, dass man, da sieht man sie wieder so stehen, so diese Pfosten sieht man dort stehen. Das sind die sogenannten Cornermarkers, die Begrenzungen der Kurven. Die darf man nicht zu oft überfahren, sonst gibt es eine Zeitstrafe. Jetzt haben wir wieder unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Positionen und wir sehen, dass Lukas Hahn da immer wieder ganz, ganz eng Alvarez im Heck hat. Aber wir haben auch gesehen aus der Heckkamera von des Iveco, dass Alvarez da einen kleinen Drift hingelegt hat. Ich sag's doch, der Sascha Lenz hat vielleicht noch Möglichkeiten, aber er ist noch ein bisschen weit weg. Das sind noch 2-3 Wagenlängen, die fehlen ihm da, um einen Angriff starten zu können. Und die Zeit geht natürlich auch aus. Die sind dann wahrscheinlich in der vorletzten Runde jetzt, um dann mit der Ziellinie die letzte Runde angehen zu können. Auch das bekommt ihr alles angezeigt. Überhaupt kein Problem. Jetzt hat Lukas Hahn das ganze Rennen wirklich alles getan, um Alvarez hinter sich zu halten. Und weil das so ein spannendes Rennen ist, weil das so ein spannender Positionskampf ist, sind wir da natürlich auch virtuell hautnah dabei. Da haben wir den Mercedes von Alvarez. Der kann aber nicht wirklich eine Attacke reiten. Ich sag's und schon ist er daneben. Lukas Hahn hat zu kämpfen. Lukas Hahn hat zu kämpfen, hat diese Zieleingangskurve nicht so optimal begonnen. Und jetzt ist das Beschleunigungsrennen unterwegs. Jetzt fahren sie an die Boxenmauer. Hahn kann das schaffen, dass er hier nochmal die zweite Position zurückholt. Hat jetzt im Moment das bessere Beschleunigungsmoment. Aber Alvarez zack da hin und her an dritter Position. Jetzt muss Hahn konzentriert in diese Rechtskurve fahren. Alvarez hat diesen Angriff versucht. Und das sollte Lukas Hahn auf der Hut sein, weil er wird diesen Angriff nochmal versuchen in der Zieleingangskurve. Hat er gut gekontert, der Lukas. Prima. Und jetzt, hey, da geht er eben aufs Heck. Und da muss jetzt Alvarez aufpassen. Wir haben starke Augen dabei und da ist es passiert. Ich hab's gesagt, Sascha Lenz nutzt die Gunst der Stunde und fährt mal schlank um die dritte Position. Alvarez muss sich jetzt wehren. Lenz und Alvarez Tür an Tür, nicht mit Alice, sondern in der nächsten Linkskurve. Alvarez kann das im Moment nochmal hinkriegen. Das ist natürlich mal ein bisschen Luft holen für Lukas Hahn. Lukas Hahn jetzt ein bisschen mehr Abstand. Da würde ein Angriff in der Zieleingangskurve nichts bringen. Aber Lenz, der gibt jetzt alles. Der will aufs Podium, der Sascha. Der möchte hier in diesem ersten Rennen auch gleich einen Akzent setzen. Der 33-jährige gelernte Kfz-Mechaniker aus Ohmitz. Lukas Hahn hat Luft. Das lag daran, dass Alvarez ein wenig auf sein Auto gefahren ist. Und da hat er irgendetwas, ich will nicht sagen kaputt gegangen, aber zumindest ist die Performance beeinträchtigt. Lenz kann da jetzt aber nicht mithalten. Er kommt da nicht mehr richtig dran. Er hat diese Situation, die er eben hatte, nicht zu seinen Gunsten auslegen können. Und so ist natürlich viel entspannter für Lukas Hahn und noch entspannter ist es für den Titelverteidiger. Für die Startnummer 1, für Norbert Kisch, der hier einen souveränen Startzielsieg in diesem ersten Lauf der ETAC Digital Racing Challenge entgegenfährt. Wir schauen jetzt wieder im Splitscreen. Wir sind bei der Startnummer 99, bei Josi Villa im Auto. Da ist Sascha Lenz auf der Position davor, auf der vierten Position ist er. Lukas Hahn hat jetzt einen entsprechenden Abstand. Ich weiß nicht, ob jetzt Alvarez nochmal versucht, hier einen Angriff auf die zweite Position zu starten. Nee, das ist im Moment, sieht das nicht so aus. Da hat Hahn sich absetzen können. Da braucht er im Moment keine Sorge zu haben, dass der Spanier nochmal angreift. Er hatte seine Chance, möchte man so sagen, eben.
Und Sascha Lenz hat seine Chance vielleicht auch nochmal, denn mit Alvarez Mercedes stimmt irgendetwas nicht. Lenz kommt da nochmal longside, möchte ich sagen, versucht es zumindest. Wir sind in der letzten Runde und da wird der Sascha jetzt alles geben, um hier noch aufs Podium zu kommen. Da ist es ihm, und Sascha, verzeih es mir, es ist ein bisschen, das ist mir auch wirklich egal, ob er gleich ein englisches Interview führen muss, aber er ist noch dabei auf der dritten Position. Wie soll ich sagen? Er hätte sie gerne, so möchte ich sagen. Aber Alvarez, der ist natürlich auch jetzt ein bisschen angefressen, weil er den zweiten Platz von Lukas Hahn nicht hat erreichen können. Aber der Sascha Lenz, dem ist das relativ egal, behaupte ich mal. Ich bin ja noch in so einer Gruppe von all den Fahrern hier. WhatsApp ist ja immer noch, wenn Elon Musk auch gesagt hat, man sollte wechseln, aber wir bleiben erstmal bei WhatsApp. Man kann mal schauen, ich glaube, das ist Theo Calvé, ja, hat tatsächlich. Theo Calvé hat gerade per WhatsApp mitteilen lassen oder mitgeteilt, dass er enorme Probleme mit seiner Verbindung hat. Also das ist der Grund, weshalb Theo Calvé hier in diesem ersten Rennen keine Rolle spielt. Aber wir widmen uns natürlich der Startnummer 1. Wir widmen uns natürlich Norbert Kisch, dem 35-Jährigen aus Budapest, der hier jetzt zum letzten Mal in diesem ersten Rennen an der Boxeneinfahrt vorbeifährt und einen souveränen Sieg in diesem ersten Rennen hier vollführt. Der kommt da schon mal mit ein bisschen Drift um die Ecke und wir wissen, ja, da wird noch ein bisschen gedriftet. Wir wissen von Norbert Kisch, auch in den Interviews im vergangenen Jahr, der hat richtig Spaß bei dieser Meisterschaft, bei dieser Challenge, und er hat ja auch mit dem Sim-Racing-Sport angefangen. Und da ist noch einer, der richtig Spaß hat. Da ist der Grill des S-Way vorne. Er strahlt, das sieht man von hier. Lukas Hahn fährt in seinem dritten Rennen, wenn ich aber die Gaststarts letztes Jahr mal weglasse, im ersten Rennen in dieser Saison, in dieser Challenge 2021 auf einen, ja, ich möchte sagen, sensationellen zweiten Platz. Das hat er super gemacht und den hat er sich auch redlich verdient, denn er hatte großen Druck von Manuel Alvarez, der Dritter geworden ist. Und Sascha Lenz muss oder darf oder wie auch immer sich mit dem vierten Platz augenblicklich begnügen. Startnummer 99, Jossi Villa ist auf der fünften Position, der Spanier mit seinem MAN. Dann haben wir Jonathan André auf der 6, wir haben Björn Taios auf der 7, Antonio Albacete auf der 8, Henry Taios auf der 9 und dann haben wir Pedro Marco auf der 10. Position. Ivan Rodriguez auf der 11, Lukas Rival auf der 12 und dann Marco Klingelhöfer auf der 13, Ferry van Drunen auf 14. Position. Das mal die vorläufigen und provisorischen Ergebnisse. Da kommt er um die Ecke. Ja, da Spaß. Das weiß ich. Da hat er Spaß, der Lukas. Und ich weiß auch, die Family hat auch Spaß. Das ist echt toll. Das hat er toll gemacht. Das hat er sich verdient. Denn da war schon eine Menge Brecher, eine Menge Druck im System in diesen 25 Minuten. Aber nochmal, der Revech MAN von Norbert Kisch ist das Maß der Dinge, das auch in dieser ETRC Racing Challenge 2021 zu schlagen ist. An ihm führen nur wenige Wege vorbei. Und da muss man dann mal schauen, ob man einen solchen findet. Es gibt ja im zweiten Rennen, 19 Uhr sind wir dann für euch wieder da, gibt es ja den Reverse Grid und da muss dann auch Norbert Kisch mal ein bisschen kämpfen. Da haben wir nochmal das Ergebnis. Etwas größer eingeblendet, macht mir Freude. Norbert Kisch, Lukas Hahn, Manuel Alvarez, die ersten drei. Dann auf der 4 Sascha Lenz, Jossi Villa auf der 5, Jonathan André auf der 6, Björn Taios auf der 7, Antonio Albacete auf der 8, Henry Taios auf der 9, Pedro Marco 10, Ivan Rodriguez auf 11, Luca Rival auf der 12, Marco Klingelhöfer auf der 13, Ferry van Drunen auf 14 und leider, weil der kann auch richtig Gas geben und richtig kämpfen, Theo Calvé mit seinem Freitliner auf der 15, weil, ich habe es ja eben bereits gesagt, die Verbindung nach Frankreich, wo er sich augenscheinlich befindet, nicht so richtig funktioniert. Fahrzeuge fahren jetzt in die Boxengasse, bereiten sich dann vor auf das Rennen, das um 19 Uhr stattfindet. Und wir schauen dann gleich mal, vielleicht kriegt David Edison noch den ein oder anderen Interviewgast rein. Dann werde ich versuchen, wenn ich denn den Ton von diesen Interviews hören kann,
euch das auch noch ein wenig näher zu bringen. Solange bleibe ich jetzt erstmal ein bisschen ruhig, aber sobald sich hier etwas anderes tut, bin ich schlagartig wieder für euch da. Mein Name ist Joachim Eberts. Es macht mir große Freude, euch diese ETRC Digital Racing Challenge näher zu bringen. Bis gleich. Race winner joins us in the English streaming room. Another great drive, Normie. Well done. And that all looked rather dominant. Was it an easy race? David Edison hat jetzt Norbert Thank Kisch. You. Well, no, there's no easy. Im Interview. Nichts easy, nicht it's leicht. Difficult and, er hat gefragt, ob es leicht war. Und er We sagt, es more, ist schwer. And, you know, some guys are really, really fast, ein really fast, große, you know? So ein it's, größeres it's Feld. Und er hat ein paar Jungs ausgemacht, die so, sehr yeah, schnell I'm really sind. Happy about it. And, if you look at the times, with the practice, I wasn't even fastest, you know. So, ja, ja. So, also yeah, er ist natürlich immer froh, wenn er schnellste really nice. Ist. It was nice. Well, the start was hat Spaß nice, gemacht. And then, ja, Spaß, der Start war and then gut. I could make a little bit of a gap. And dann hat er ein bisschen I tried to manage the tires because this was a new aspect of the simulation. At last year, we didn't Lukas have, angelegt. We didn't really have tire wear and tire overheating, and now we have because so, dann the, sagt er noch, es gibt jetzt in diesem Jahr etwas anderes. Es gab früher, so, im letzten Jahr gab es keine well. Überhitzung der Reifen. Das ist jetzt alles so, man muss auch mit den Reifen aushalten. Before they start to lose their optimum feel? Oh, well, actually, it's, you have one good lap, you know. Oh, really? Yeah, it's really difficult in the qualifying. Ich spreche gerade noch von den Reifen. David Edison hat gefragt, wann er dann so die ultimative Grip verliert. Und er sagt, ich habe eine gute Runde in Superpole. But it's just like the real und thing, in der zweiten Runde verliert man schon ein paar Zehntel. You know, it's really heavy. These machines are really heavy, aber so they really take a toll on the front tires. Das ist schon etwas, wo er sagt, das ist schon eine Einstellung bzw. eine Regelung, die ist schon that places sehr heftig. Big emphasis on that super pole, doesn't it, to be at the front of the grid now? Yeah, it's very important. Yeah, just as also, just like in the David Edison fragt, in the real Super Bowl, in the real erste Position it's also natürlich the qualifying wichtig, is dass very, man, very important. Das Qualifying and here in the gewinnt well. Und er sagt, now, Norbert Kisch sagt, this bigger grid, this increased level of competitiveness means that from eighth in race two, it's going to be pretty tough, isn't it, to come through? Oh yeah, definitely, definitely. I really look forward because. Yeah, I'm sure it will be a good and action-packed race. And yeah, it's well, the most important thing is to try to stay out of trouble. Also, Norbert Kisch bereitet auch schon mal auf ein actionreiches well, zweites Rennen it's, vor. It will be definitely a new experience. For sure. Norbert, well done. Eine neue Erfahrung für ihn. Nein, es ist keine neue Erfahrung für ihn. Er ist im letzten Jahr schon öfter gewonnen, ist dann von der achten Position gekommen. Das war Norbert Kisch, der Gewinner des ersten Rennens. Hatte optimal 20 Punkte schon mal direkt im Sack, um es mal salopp zu sagen. Und wir gucken jetzt mal. Wir schauen jetzt mal zu nach Altensteig in den Schwarzwald. Da liegt bestimmt Schnee. Hello. Thank you. Und da ist Lukas Hahn. Hard race for me, but es war ein hartes Rennen. Of luck in the first ein bisschen Glück gehabt in der ersten Ecke. Und er hat sich gefreut, dass er dann einfach Rennen gefahren ist. Behind you only, I think, towards the last two laps, did he make a mistake and fall away slightly? Yes, of course. I had a lot of pressure behind me. Ne. Also, Alois hat einen kleinen Fehler gemacht in den letzten zwei Runden. Lukas Hahn sagt, er hat natürlich mächtig Druck now, gehabt. Now, race two is going to be a little different, maybe, because rather than defend, now you must attack. You'll be on row four. Ja, so vierte Reihe kommt jetzt wieder auf den Reverse Grid zu. Lukas Hahn ist dann auf siebter Position. You have to look what the other drivers are doing in the front. Dann muss man erst mal schauen, was die Jungs da vorne machen, sagt er. Trouble, you know, und manchmal gibt es da eine Menge Schwierigkeiten, wenn man da aus der vierten Reihe kommt. Ja, da muss man einfach schauen, wie es weitergeht. Klasse Leistung, Lukas Hahn, zweite Position im ersten Rennen oder im dritten Rennen, um es ganz offiziell zu sagen, voriges Jahr zwei, jetzt ein drittes Rennen. Tolle Leistung für den 23-jährigen Altensteiger. Dann warten wir noch auf Manu Alvarez. So.
Haben wir Verbindung nach Spanien? Da hat ja auch Schnee gelegen. Vielleicht ist die Leitung etwas... Nein, da ist David Addison. Da haben wir ihn im Digitalstudio. Das höre ich aber jetzt nicht mehr, was er sagt. Also ich weiß nicht, ob er Manuel Alvarez noch ans Mikrofon bekommt. Wir haben da jetzt im Augenblick, habe ich da keine Verbindung. Aber wenn es dann so sein sollte, dann wird David Addison das sicherlich noch übernehmen. Natürlich darf ich mal den Blick lenken auf diese untere, wie sagt man immer so schön, Bauchbinde, nennt man das, glaube ich, in der Fernsehsprache. Nicht ganz eine Bauchbinde, das ist die Namenseinblendung, aber Sie sollten oder ihr solltet tatsächlich auch mal einen Blick auf die Sponsoren werfen, die uns bei dieser ETRC Racing Challenge unterstützen. Also das ist dann schon auch mal ein Blick wert. Herzlichen Dank, sage ich von dieser Stelle, an alle Sponsoren, die diese Racing Challenge unterstützen und mit betreuen. Natürlich auch ganz, ganz viele, die so, ich hätte fast gesagt, hinter der Kamera sind. Nein, die sind nicht hinter dem Rechner sitzen. Das muss man halt einfach so sehen. Also ganz, ganz viele, die hier dafür sorgen, dass diese Livestreams in die Welt gesendet werden. Nochmal, ich habe jetzt keinen aktuellen O-Ton von David Addison, deswegen halte ich mich nochmal ein bisschen zurück, beobachte das Ganze nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens um 19 Uhr zu Rennen 2, weil Norbert Kisch, Lukas Hahn, vierte Reihe. Und dann haben wir einen, der ist Achter geworden, einen Antonio Albacete im MAN von T-Sport Bernau. Auf der Pole Position. Und wer Antonio Albacete kennt, der weiß, da will der nicht weg. Und deswegen werden wir voller Spannung schauen, was dieses zweite Rennen... Break in 30 seconds. Was Albacete da auf dem Ungaroring im zweiten Rennen so zaubert. Ich darf mich jetzt zunächst mal verabschieden. Wir haben jetzt einen kleinen Werbeunterbrecher, bin aber rechtzeitig für euch wieder da, wenn es dann in das zweite Rennen der 21er ETRC Digital Five, Racing four, Challenge geht. Three, bis dahin, two, euer Joachim Eberts. One and break. Channel switched. Georg, darf ich mal was fragen? Gerne. Habe ich zu früh kommentiert oder hatten wir ein Problem? Wir hatten ein Problem. Okay, dann war es gut. Ja. Wir hatten massive Probleme. Ich habe das gesehen, aber ich war vorbereitet. Ich habe hier alles runtergebetet, was hier so lag. Man konnte dich hören, Ebi, man konnte dich aber nicht sehen. Ich weiß, dass man mich hören konnte. Ich habe nämlich mal kurz zwischendurch das Handy angemacht und da habe ich mich gedoppelt gehört. Da dachte ich, mach mal schnell wieder aus, bis dann zumindest mal zu hören. Ah ja, gut, aber danach lief es ja ganz gut. Rennen war okay und ja. Ich habe leider nichts mitbekommen. Und die Franzosen, da wusste man nicht, was ist. Spanier konnte man sehen, aber nicht hören. Ja. Und die Ungarn muss ich jetzt noch abklären. Okay, das dann mach mal. Ich wollte nur wissen, ob ich ein Problem hatte oder ja. Alles klar, danke, tschüss. Danke. Okay. Channel switched.
At Goodyear, we understand the challenges of business. Your fleet is out on the road working hard, and you need tires you can rely on. Tires that are more innovative, more advanced, more versatile, and most importantly, better for business. Introducing the new K-Max and Fuelmax Gen 2 range. K-Max Gen 2. Superb mileage, optimal fuel efficiency, and better all-weather capability. Excellent mileage levels, significantly improved traction throughout the tire life. And Fuelmax Gen 2. Exceptional fuel efficiency, increased mileage, and better all-weather capability. Excellent fuel efficiency, significantly improved all-weather capability. Gen 2. More innovative, more advanced, better for business. Welcome to the next generation. The new K-Max and Fuelmax Gen 2 range from Goodyear. At home in Germany, on the go in the world. Every year, up to 20,000 vehicles drive from our depot in the Swabian town of Burtenbach out into the world. Novum is our new fully revised trailer concept. Novum not only introduced the new external frames and body, but also the new optimally designed Kugel modular system with optimized uniform new modulars, assemblies and components. In the category concept, first place was awarded to Burtenbach. Kugel's innovative novel generation trailers have been awarded the International Industry Prize Trailer Innovation 2019 in the Supreme Discipline Concept at IAA Commercial Vehicles. Mission is to move your freight, thereby making our contribution to your profitability, so that your cargo arrives quickly, safely, and efficiently. Today, tomorrow, always.
At Goodyear, we understand the challenges of business. Your fleet is out on the road working hard, and you need tires you can rely on. Tires that are more innovative, more advanced, more versatile, and most importantly, better for business. Introducing the new K-Max and FuelMax Gen 2 range. K-Max Gen 2. Superb mileage, optimal fuel efficiency, and better all-weather capability. Excellent mileage levels, significantly improved traction throughout the tire life. And FuelMax Gen 2. Exceptional fuel efficiency, increased mileage, and better all-weather capability. Excellent fuel efficiency, significantly improved all-weather capability. Gen 2. More innovative, more advanced, better for business. Welcome to the next generation. The new K-Max and FuelMax Gen 2 range from Goodyear. At home in Germany, on the go in the world. Every year, up to 20,000 vehicles drive from our depot in the Swabian town of Burtenbach out into the world. Novum is our new fully revised trailer concept. Novum not only introduced the new external frames and body, but also the new optimally designed Kugel modular system with optimized uniform new modulars, assemblies and components. In the category concept, first place was awarded to Burtenbach. Kugel's innovative novel generation trailers have been awarded the International Industry Prize Trailer Innovation 2019 in the Supreme Discipline Concept at IAA Commercial Vehicles. Ready to go live in 30 seconds. Back to the studio. Our mission is to move your freight, thereby making our contribution to your profitability, so that your cargo arrives quickly, safely, and efficiently. 10 seconds. Today, tomorrow, always. 5, 4, 3, 2, 1. And rolling. Wir sind wieder zurück vor dem zweiten Rennen mit dem Ford F-Max, dem Official Car der ETAC, den wir hier nochmal in voller Güte gezeigt bekommen. Herzlichen Dank nochmal an alle Partner, die auch hier dabei sind. Ihr habt ja vielleicht in der Werbepause euch das ein oder andere Konzept anschauen
können und jetzt, ich weiß nicht, was hat man so im Lockdown an einem Sonntagabend parat auf dem Tisch, ein paar Chips, ein Fläschchen Wein oder wie auch immer. Stellt euch jedenfalls ein, es kann jetzt hochinteressant werden, wenn ich mal so sehe, wie die Startaufstellung für dieses zweite Rennen aussieht. Da haben wir Antonio Albacete, ich sagte es ja schon mal eingangs, im zweiten Lauf mit seinem MAN von T-Sport Bernau in der Pole Position, Startnummer 23. Der Spanier ist da im Moment derjenige, der die Pace vorgibt. Dann haben wir aber in der Mitte, jo, ich will mal so sagen, explosive Stimmung. Sascha Lenz war Vierter, ist also Vierter, wird in der zweiten Reihe an den Start gehen. Alvarez ist auf der fünften Position, auf der sechsten Position. Die zwei Kampfhähne aus dem ersten Rennen werden natürlich jetzt auch im zweiten Rennen sicherlich miteinander zu tun haben. Und dann haben wir in der vierten Reihe die beiden, die die ersten beiden Plätze im Rennen 1 belegen konnten. Das ist zum einen Lukas Hahn auf der siebten Position und dann Norbert Kisch. Und wenn Norbert Kisch, wer ihn kennt und wer die letzte Saison diese Challenge gesehen hat, der weiß, der macht auf den ersten zwei Runden, manchmal schon in der ersten Runde, macht er so viel Boden gut, dass er dann im ersten Drittel des Rennens unter Umständen schon wieder die Spitzenposition einnehmen kann. Aber ob ihm das heute gelingt, ich habe da schon ein paar starke Fahrer gesehen. Ich habe da einen Manuel Alvarez gesehen, der ja Neuling ist in dieser Challenge. Ich habe einen Lukas Hahn gesehen, der das verteidigt hat. Und ich habe einen Sascha Lenz gesehen, der Potenzial gezeigt hat, weil er es nämlich fast geschafft hätte, noch aufs Podium zu kommen. Wir werden das sehen, wir werden das beobachten. Wir haben alles parat. Wir haben hier noch 4 Minuten, noch 3 Minuten, bis das die Formationsrunde mit dem Pacecar der ETRC mit dem neuen Iveco S-Way wieder unter die Räder genommen wird. Nochmal, wer vielleicht etwas später eingeschaltet hat, wir sind auf dem Ungaroring zu Gast an diesem Wochenende, an diesem Sonntag. Es ist der erste von insgesamt 4 Läufen, die diese Challenge, diese ETRC Digital Racing Challenge umfasst. In 14 Tagen, 7. Februar, sehen wir uns wieder auf dem Nürburgring. Ready for the grid in 30 seconds. Am 21. Februar geht es nach Le Mans und am 7. März geht es nach Jarama. Und dann am 28. März gibt es dann eine super Show, wie man so sagt. Grand Finale, Grande Final, ganz wie ihr wollt. 10 seconds for the grid. Dann fahren die besten 10 Pros gegen die besten 10 Simracer, die nach dieser Veranstaltung hier ihre Runden fahren, werden nicht von uns übertragen. Und wir kommen jetzt gleich wieder zum Grid. Und das am 28. März wird natürlich auch eine genial gute Veranstaltung. Da bin ich mir relativ sicher. Ich denke, wir werden jetzt in wenigen Sekunden auf den Grid schalten, auf die Startpositionen und das Führungsfahrzeug. Und dann können wir uns nochmal ganz genau anschauen, wie da die Dinge sich verhalten. Also wenn es jetzt keine Strafen gegeben hat, da haben wir den Ungaroring nochmal. 4,381 Kilometer, 21 Ecken hat diese Strecke nochmal. 8-mal hat Lewis Hamilton diesen Kurs schon als Sieger verlassen. 4-mal Michael Schumacher, 2-mal Sebastian Vettel und wenn wir bei den Trucks bleiben. Da gibt es eine Reihe von Fahrern, die bereits 6-mal dieses Rennen oder diese Rennen auf dem Ungaroring gewinnen konnten. Und Jochen Hahn, Adam Latzko, Norbi Kisch und Stefanie Halm, die 2-mal gewinnen konnte. Antonio Albacete, André Kosim und Sascha Lenz haben jeweils 1-mal auf dem Siegerpodest gestanden. F-Max Lab nochmal in 15 ein seconds. Paar Kurven von dem Ungaroring. Und den werden wir euch natürlich auch gerne nochmal vorstellen gleich mit Sport dem FMAX Lab in 5 seconds. Offiziellen Fahrzeug. 3 mit two, dem one, Ford F-Max Truck of the Year 2019. Den werden wir jetzt gleich in Action sehen. Diese E-Sport-Kampagne der ETRA, der European Truck Racing Association, also des Promotors hinter der Truck-Europameisterschaft, steht unter dem
Hashtag One Truck Family. Aber ihr seht auch, es spielt sich alles ein. Ne? Da kommt er nämlich, der S-Max. To go. So. Jetzt können wir schön mal die Kurve folgen. Wir sind schon hinter der Rechts- und dann geht es in die Linkskurve. Auch immer eine gern genommene Überholmöglichkeit. Dann geht es auf die etwas längere Gerade raus, die dann oben in eine leichte Links mündet und in eine, ja, doch sehr ausufernde, fast 180 Grad Rechtskurve. 5, 4, 3, der Ford F-Max zeigt euch das, ist jetzt in der Schikane und nimmt natürlich dann auch den Rest, dieses Kurvengeschlängel, das da hoch zu Start und Ziel auf dem Ungaroring ist, unter seine Räder. Starke Musik dahinter, höre ich gerade. Das ist mal richtig was Rockiges für den Sonntagabend, 19 Uhr pünktlich. Werden wir gleich ganz pünktlich, da ist der F-Max raus, in den Grid gehen. Währenddessen hier schon der Iveco S-Way die ganzen Kameraden auf die Formationsrunde begleitet. Ich war eben stehen geblieben. Wenn es keine Strafen gegeben hat, müsste Antonio Albacete in der Pole sein. Ich habe im Moment leider keine aktuelle Startliste. Aber ich glaube, es auch so zu sehen, ja, da kann man ja schon mal ganz genau hingucken. Da ist es Antonio Albacete, weil die Pole ist auf der rechten Seite. Also wird der MAN von Antonio Albacete gerade verdeckt. Ist auf der. Dann haben wir die Startnummer 51 auf der zweiten Position. Das ist Björn Tayhus. Der muss dann auch mal gucken, ob er das verteidigt bekommt. Dann kommen die beiden Kollegen mit der 99 und der 66, Jonathan André und José Villa. Die sind dann in der zweiten Reihe, dritte Reihe. Die Positionen 5 und 6, da haben wir, kann man so an der Stelle schlecht erkennen, aber ich sehe Sascha Lenz da auf der fünften Position. Und dann müsste es Jonathan André auf der 6 sein. Und wenn sich nichts geändert hat, und das sieht genauso aus, dann ist auf der 7. Position Lukas Hahn und auf Position 8 der Sieger des ersten Rennens Norbert Kich. Da haben wir den MAN von T-Sport Bernau mal im Bild in der Pole Position. Und das ist für Antonio Albacete ja jetzt nichts Besonderes, eine Pole Position. Der ist Europameister geworden in den Jahren 15. Und der hat da keinen Druck mit. Aber es ist für ihn immer wieder etwas Besonderes, wenn er im Simulator sitzt. Das gibt er offen und ehrlich zu. Und umso mehr ist es ja zu loben, dass er hier in der zweiten Runde der Challenge auch mitfährt. Fahrzeuge kommen jetzt ganz langsam an den Grid, werden zusammengeführt. Da erwartet der Rennleiter Rolf Werner auch, dass das ordentlich vonstatten geht. Wieder das Prozedere. Fahrzeug, Führungsfahrzeug der Iveco S-Way schert aus. Dann hat Antonio Albacete die Aufgabe, das Tempo vorzugeben. Jetzt darf er noch über die Cornermarkers fahren, über diese Begrenzungen der Kurve. Gleich sollte er das Tunlicht vermeiden, weil zu viel Cornermarkers unterm Auto heißt 5 Sekunden oder was auch immer. Das sollte er wirklich nicht tun. Fahrzeuge jetzt aufgereiht. Der Grid ist da. Führungsfahrzeug schert aus in die Boxengasse. Antonio Albacete, Führung. Er darf noch erst beschleunigen, wenn der Rennleiter Green gibt. Das wird akustisch über den Funk den Fahrern gegeben. Alles sehr gut, reiht sich alles wunderbar auf Antonio Albacete. Und ihr könnt davon ausgehen, hier vorne an dem Mast, da wird normalerweise Green gegeben. Also jetzt müsste es langsam soweit sein. Jetzt müsste Antonio Albacete Gas geben können. Jetzt geben sie Gas. So, jetzt schauen wir mal. Björn Tayhus ist da gut unterwegs, hält dabei Albacete mit. Da geht es da hinten an der Mauer recht flott zur Sache. Sascha Lenz mittendrin statt nur dabei auf einer vierten, fünften Position. Da kommen sie jetzt und die zwei schießen sich schon mal direkt
direkt raus. Da machen die anderen schon mal direkt Plätze gut. Lukas Hahn ganz innen, der hat da diese Situation ein wenig ausnutzen können, hat sich schon nach vorne fahren können. Norbert Kisch hat ihn noch nicht überholt. Kisch ist aber jetzt auch schon auf der ersten, zweiten, dritten, sechsten Position. Aber Hahn ist vor Kisch. Da schießt Taihus jetzt raus, da muss Kisch erstmal Gas wegnehmen. Dann haben wir Antonio Albacete, der hat diese Pole Position natürlich dann nicht nutzen können, sondern er hat in der ersten Kurve mit Björn Taihus da ein wenig übertrieben. Da haben wir Sascha Lenz, der ist angriffig, der will jetzt wieder vorbei, der möchte jetzt endlich mal schon zu Beginn des Rennens auf diese dritte Position, die er so sehr gewünscht hat fürs erste Rennen, aber leider nicht erzielen. Lukas Hahn, bärenstark, jetzt an fünfter Position, greift schon wieder nach Sascha Lenz. Der Iveco läuft richtig gut und da scheint Lukas Hahn alles richtig gemacht zu haben. Wir sind aus der führenden Position unterwegs. Josy Villar führt da. Die beiden Gelben sind sozusagen unterwegs. Aber wir schauen auch nach hinten ins Feld. Das ist Josy Villar, die Startnummer 99. Das ist der Mann. Das ist der Mann, der im Moment am besten mit dieser Situation klargekommen ist. 21 Jahre alt, sein Vater war Truck Racer und seit 2002. Er hat 2017 in Spanien die Meisterschaft erzielen können, nicht Josy, sondern der Papa. Und dann hat Josy anschließend dieses Auto bekommen. War auch schon im Tourenwagen Cup unterwegs, kämpft jetzt mal, nein, kämpft gar nicht. Jetzt kämpfen die anderen beiden. Sascha Lenz kämpft da um die dritte Position. Der will da unbedingt mal vorbei. Alvarez auf 2, das ist schon mal ein Brett. Und Sascha Lenz geht jetzt innen. Das hat er eben im ersten Rennen auch schon gemacht, muss aber jetzt an der Stelle zurückstecken. 3 Gelbe, habe ich gesagt, sind in diesem Feld. Und 3 Gelbe liegen auch vorne. Lukas Hahn an der Stoßstange von Sascha Lenz. Also Sascha Lenz muss jetzt auch schauen, was der Altensteiger da aus dieser Position macht. Norbert Kisch, ich betone es nur mal außergewöhnlich, kann im Moment über die 6. Position nicht hinauskommen. Kleines Ruckeln, kleines Techtelmechtel, wie ich zu sagen pflege, nutzt Sascha Lenz jetzt, um auf die 3. Position vorzufahren. Und Lukas Hahn will da noch innen vorbei und dann geht das auch unter Umständen, denn die Linie sollte für ihn passen. Da müsste er jetzt, ja, muss er nicht jetzt, der ist vorbei. Und auch Kisch hat das gesehen und Kisch hat gesagt, gut, da will ich jetzt auch mitmachen, da hänge ich mich mal an den Hahn. Und das macht er ganz gut und Lukas Hahn hat da echt mal wieder gezeigt, dass er hier in dieser Serie schon im ersten Rennen und im zweiten Rennen angekommen ist. Das gibt einen spannenden Kampf. Sascha Lenz 3, Lukas Hahn 4, Kisch auf der 5. Kisch purzelt ganz langsam nach vorne, würde ich mal sagen. Startnummer 66 lässt er jetzt mal hinter sich den Lion Truck von Jonathan André, der im letzten Jahr ja die 6. Position belegen konnte. Jonathan André muss sich da mit Kisch erstmal ins Benehmen setzen. Und Nobby Kisch hat jetzt schon ein bisschen Abstand, aber wir wissen auch aus der Erfahrung, der hat das drauf, es sind noch 17,5 Minuten zu fahren, der hat das drauf, relativ weit nach vorne zu fahren. Aber André gibt da nicht auf. André hängt im Heck, möchte an dem Titelverteidiger in der Racing Challenge wieder vorbeifahren. Gelingt ihm im Augenblick nicht, er darf nur den Abstand nicht zu groß werden lassen. Da haben wir wieder unseren Splitscreen, der beide Rennen zeigt, Rennhälften zeigt, auch mal auf die hinteren Positionen verweist, weil wir gerne auch sehen möchten, was dort so alles geht. Da wird sich Antonio Albacete geärgert haben. Er hatte die Pole Position und Taihus, ja, vielleicht gibt es ja auch noch eine Bestrafung. Ich weiß es nicht, was die Rennkommissare entsprechend entscheiden. Aber Fakt ist, dass wir mit der Startnummer 99, dass wir mit Josy Villar, dem 21-jährigen Spanier von Albitrak Sport, den Führenden haben und dahinter auf der 2. Position, so wie eben auf 3
Manuel Alvarez. Also man merkt, die Spanier, die hier in diesem Jahr neu in diese Serie gekommen sind, die haben es drauf. Das muss man sagen. Theo Calvé im Übrigen auch wieder dabei. Der kämpft gerade mit Antonio Albacete um die 7. Position, wenn ich das richtig erahnen kann. Denn glaubt mir, die Grafik ist wirklich nicht so dolle. Und da sehen wir nochmal diesen Ausritt. Hat jetzt Albacete Taihus oder hat Taihus Albacete? Mögen andere entscheiden. Ich konnte es nicht so toll sehen. Also von daher werden wir einfach da auch mal abwarten, was die Jury, was die Rennkommissare zu entscheiden haben. Da ist Taihus mit Albacete, mit Kish. Da musste Kish ein wenig Gas wegnehmen. Das waren die Highlights aus den ersten beiden Kurven. Währenddessen hier Alvarez wieder auf Angriffmodus geschaltet hat und José Villa den jungen Mann mit der Startnummer 99 attackieren möchte. Das muss man natürlich gut vorbereiten und das tut Manuel Alvarez. Sascha Lenz, 3. Position. Die Spanier sind richtig gut drauf. Das kann man so sehen. Eine Bereicherung für diese Challenge. Und da hat Norbert Kish im Siegerinterview nach dem ersten Rennen sicherlich nicht zu viel versprochen, dass es sehr schwer werden wird, hier so einen Durchmarsch hinzulegen, weil da schon ein paar Jungs sind, die auch im Simulator richtig Gas geben kann. Lukas Hahn hat sich jetzt mal prominenten Anhänger genommen. Norbert Kish versucht nämlich an Lukas Hahn vorbeizugehen. Da geht Lukas Hahn aber erstmal durch die Kurve. Was haben wir jetzt? Ich sehe gerade im Moment gar nichts. Könnte sein, ich will es nicht beschreien, aber es könnte sein, dass wir einen Serverabsturz haben. Es könnte sein. Es ist nämlich alles weg. Ich sehe nicht viel. Ich sehe keine Rennautos, keine Trucks. Ich sehe aber auch, es ist schwierig auf dieser Grafik. Das Bild ist sehr klein, liebe Freunde am Stream. Aber ich sehe auch nur grau hinterlegte Namen. Also da haben wir einen, sieht so aus. Wir haben David Edison drin, wir haben einen Serverabsturz. Und es könnte jetzt sein, dass wir vielleicht nochmal neu starten. Weiß ich nicht so ganz genau, müssen wir sehen. Kann ich so noch nicht beurteilen, wir werden es sehen. Aber da ist Lukas Hahn erstmal geradeaus gefahren. Natürlich ist das virtuell und das ist gut so, aber dann we are the problem. Waren alle weg. And we are reconnecting the TV so. A car soon. Also, ich habe gerade eine Information. So the race continues, it's just the TV camera car. Okay, das Rennen wird fortgesetzt oder ist fortgesetzt und man arbeitet gerade an einer Lösung. Es gibt da ein Connect-Problem, ein Verbindungsproblem und deswegen ist unser Freund David Edison, der im Studio ja die Federführung hat für diese Rennen, ist er im Bild und deswegen werde ich dann auch jetzt hier mal schauen, wie das eben jetzt hier weitergeht. Wir werden gleich wieder Verbindung haben. Man versucht es gerade wieder herzustellen. Ja, ist alles Technik, ist alles virtuell. Und nochmal, wenn man so sieht, was im Augenblick alles virtuell gemacht wird, muss man sich ja gerade schon ein bisschen wundern, dass alles noch so funktioniert, wie es denn funktioniert. Aber es ist leider manchmal so, die Technik hat dann auch so ihre Tücken. Hatten gerade einen spannenden, schönen Kampf. Rennen wird fortgesetzt, hat die Regie gesagt. Also ist fortgesetzt oder wird gerade weiterlaufen oder wie auch immer. Schauen wir, werden wir gleich sehen. Haben einen spannenden Kampf, aber es ist überhaupt kein Problem, da wieder reinzukommen. Spannenden Kampf um die 3. Position. Lukas Hahn hatte richtig Arbeit mit Norbert Kish und jetzt kommen sie hier wieder auf der Start- und Zielgeraden. Alle sind wieder da und es sind alle wieder so da. Wir sind 12 Minuten genau vor Ende dieses Rennens. Wir haben immer noch die gleiche Reihenfolge. Wir haben José Villa mit der 99 auf der 1. Wir haben mit der Startnummer 8 Manuel Alvarez auf der 2. Und einen angreifenden Sascha Lenz auf 3. Position. Dahinter ist der Iveco S-Way von Lukas Hahn. Stets bemüht, den Titelverteidiger, den Ungarn Norbert Kish, hinter sich zu halten.
gelingt ihm bis dato sehr, sehr gut. Hatte ja auch in zwei ersten Rennen mit Manuel Alvarez einen Kontrahenten, der ihm echt auf die Pelle gerückt ist und der echt für ihn ein Prüfstein war. Diesen Prüfstein hat Lukas Hahn bravourös bestanden. Und jetzt schauen wir mal, ob er sich gegen Norbert Kisch auch durchsetzen kann. Norbert Kisch, der in den Jahren 2014 und 2015 die Truck-Europameisterschaft für sich hat entscheiden können. Im letzten Jahr mit diesem neuen Team, mit diesem Revech TRT MAN an den Start gegangen ist. Ja, es war ein solchen Jahr, aber nichtsdestotrotz, Norbert Kisch hat bewiesen, dass er konkurrenzfähig ist, auch auf realer Strecke. Denn gerade auf dem Ungaroring hat er ja von 4 Rennen vergangenes Jahr in 2020, also 3 für sich entscheiden können. Angriff von Manuel Alvarez. Habe ich nicht eben gesagt, das muss man vorbereiten. Das bereitet er vor. Jetzt kommt er ein bisschen längsseits. Sascha Lenz schaut da sicherlich ganz genau hin. Der Ometzer. Und wird jede Möglichkeit nutzen, an den beiden Spaniern vorbeizufahren. Also, ihr merkt schon, das ist keine Laufkundschaft, was wir da haben, sondern da haben wir richtig gute Jungs eingekauft, die für spannende Rennen sorgen können und die da auch dafür sorgen, dass ein Norbert Kisch nicht nach 2 Runden wieder in führender Position beim zweiten Rennen liegt, wenn er im Reverse Grid, also in umgedrehter Reihenfolge der ersten 8, an den Start gehen muss. Da hat er schon ein dickes Brett zu bohren. Und dieses Brett ist allein schon mal der blau-weiß lackierte in den Farben von Hahn Racing lackierte Iveco S-Way, der Knorrbremse Iveco von Lukas Hahn. Spanier verteidigen das vorne, diese Führung, diese beiden Plätze. Für Alvarez wäre das natürlich ein tolles Ergebnis, wenn er einen zweiten, einen dritten Platz in diesen ersten beiden Rennen mitbringen könnte, dann wäre er, ich bleibe mal bewusst in der Konjunktiv, dann wäre er vielleicht der erste Tabellenführer nach dieser Runde. Und nochmal, es sind ja nur 8 Rennen. Es ist ja nur diese Vierer-Tranche, die wir in diesem Jahr haben. 14-tägig, 7. Februar, 21. Februar, 7. März. Ich sage es nochmal etwas öfter, damit ihr alle auch am Start seid um 17.30 Uhr. Scheint mir gerade ein kleiner Stau in der Schikane zu sein. Der wurde aber dann relativ schnell wieder aufgehoben. Ja, irgendwas ist da mit dem Rechner. Das ist halt so. Da kann man auch jetzt nichts dran machen. Und da muss man sich auch nicht ständig drüber unterhalten. Wir müssen da einfach mal schauen, was viel spannender ist. Wäre schön, wenn ich das dann auch sehen würde, wie Lukas Hahn hier die Verteidigung gegen Norbert Kisch entsprechend aufnimmt. Also wenn er den noch hinter sich gehalten bekommt in den letzten Minuten dieses Rennens, dann ziehe ich hier virtuell, weil wir ja virtuell unterwegs sind, meinen Hut. Das muss ich ehrlich sagen. Den hat er jetzt schon von Anfang an des Rennens im Kreuz, im Knick. Und jetzt kommt Kisch, jetzt versucht er ihn ein bisschen nervös zu machen, schert ein bisschen aus. Lukas Hahn kann das aber im Moment hinkriegen. Aber Norbert Kisch kommt jetzt längsseits und wird versuchen, Hahn hier ein wenig mehr noch unter Druck zu setzen. Und dann sind wir wieder an besagter Zieleingangskurve, aber auch die Kurve davor ist schon nicht schlecht. Und dann hat Kisch da mal wieder Knocking on Heaven's Door gemacht. Aber ob Lukas das noch, das wird er wahrscheinlich nicht hinkriegen. Das Beschleunigungsduell geht wahrscheinlich an Norbert Kisch. Der hat im Moment so eine halbe Länge Vorsprung. Mal gespannt, was die beiden da jetzt unten in der Eingangskurve oder Ausgangskurve von Start und Ziel produzieren. Hahn kontert. Hahn ist wieder gleich auf und Hahn kriegt den Iveco in die Kurve. Norbert Kisch versucht es außen herum. Ein tolles Manöver vom Ungarn, was er da macht. Aber Lukas ist noch dabei. Hat Kisch die bessere Linie. Da müssen wir mal schauen, ob er da auch den Overspeed hat. Die entsprechende Linie, ja, da hat er die bessere Linie, da geht es in die Linkskurve. Da muss sich Lukas Hahn beugen, aber da hat er nochmal gekontert und ich bin mir noch nicht sicher, ob der Altensteiger da nicht nochmal rangeht. Hier haben wir jetzt mal das Bild von Lukas Hahn aus dem Cockpit, der da jetzt den roten MAN von Norbert Kisch vor sich sieht.
Aber er hat da sehr lange gehalten und jetzt wird Lukas Hahn versuchen, an Norbert Kisch dran zu bleiben. Ansonsten besteht ja sozusagen keine Gefahr mehr. Jonathan André hat ein bisschen weiteren Abstand zu Lukas Hahn. Antonio Albacete ist auf siebter Position. Rival auf der 8. Moment, nein, das ist nicht richtig. Luca Rival ist auf der 11. Position. Was macht denn unser Freund Theo Calvé? Ist er noch am Start? Ist er noch dabei? Calvé ist auf der 9., auf der 8. Position. Theo Calvé, ein gebrauchter Sonntag für ihn, weil er ja eben diese Serververbindungsprobleme gehabt hat, wird das für ihn recht schwierig werden. Wieder sind wir im Splitscreen, wieder sehen wir den MAN und den Iveco von Kisch respektive von Lukas Hahn über die Kamera fahren. Sascha Lenz ist da im Spiel, er ist dabei. Und hat auch einen, ja, wie soll ich das sagen? Aus der Erfahrung des letzten Jahres heraus würde ich gerne vermeiden zu sagen, er hat einen beruhigenden Vorsprung auf Norbert Kisch. Das sagt nämlich gar nichts. Kisch hat jetzt mal in einer Runde Lukas Hahn gerade mal so zwei Längen abgenommen. Und ja, jetzt werden wir mal schauen, was Norbert Kisch noch auf dem Weg zu Sascha Lenz treibt. Wir haben gerade Kisch schon im Rückspiegel aus der Fahrerperspektive von Sascha Lenz erkennen können. Also der muss jetzt auf der Hut sein. Sascha Lenz nach vorne scheint mir im Augenblick nicht so viel zu gehen. Ich drück's mal so aus. Aber vielleicht straft mich der Sascha jetzt auch Lügen und macht einen Angriff. Genauso ist das. Er greift gerade an zweiter Position an, zieht aber dann zurück, hat jetzt entschieden, in dieser Kurve möchte ich das bitte nicht tun. Und Kisch kommt schon immer näher. Also neben der Tatsache, dass Sascha Lenz gleich auf die zweite Position vorfahren möchte, kann er sich langsam schon mal damit beschäftigen, wie er den Titelverteidiger Norbert Kisch hier hinter sich halten kann. Werden wir sehen, wie sich dieses Duell entwickelt. Vorne jetzt ein gelungener Dreierpack mit Vila, mit Alvarez und mit Sascha Lenz. Also Sascha Lenz, der ja im letzten Jahr Zweiter geworden ist, und Norbert Kisch, der im vergangenen Jahr gewonnen hat, deshalb auch die weiße Eins auf schwarzem Grund auf dem roten MAN trägt. Die mischen auch in diesem Jahr vorne wieder mit, aber es mischen eben auch zwei Spanier mit, insbesondere nämlich Vila und Alvarez. Und es mischt ein erfreulicherweise Lukas Hahn mit, der hier vorne in der Spitzengruppe zurechtkommt mit dem ersten Rennen, zweiter Platz und jetzt immer noch auf einem fantastischen fünften Platz liegt. Da kann er an diesem Wochenende mit zufrieden sein, mit dieser Ausbeute. Er ist ja noch relativ in Anführungszeichen frisch im Geschäft, was diese virtuelle Racing Challenge betrifft. Vorne keine Veränderung. Aber trotzdem habe ich so ein wenig das Gefühl, man wird vorne nervöser. Man muss natürlich auch die herablaufende Zeit betrachten. Man muss natürlich sehen, dass wenn man noch einen Angriff auf die vordere Position startet, das alsbald tut und dann auch entsprechende Möglichkeiten hat. Norbert Kisch kommt diesem Dreierzug immer näher. Immer mehr, aber es könnte auch sein, dass ihm die Zeit ausgeht. Denn ich bin mir relativ sicher, dass Sascha Lenz den nicht vorbeilässt und sagt, ach Nobby, du bist es, fahr mal vorbei, du bist ja eh schneller als ich. Da habe ich echte Zweifel dran. Das wird Sascha Lenz nicht zulassen und da wird er kämpfen müssen. Aber Kisch robbt sich sozusagen ran, hat den Abstand zu Lukas Hahn jetzt in der Art vergrößert, dass der Altensteiger da nicht mehr herankommt. Aber vorne immer noch Vila vorn. Josi Vila. Ich erinnere nochmal daran, hat im vergangenen Jahr in der spanischen virtuellen Truckmeisterschaft den zweiten Platz belegt. Das sieht man. Er zeigt, dass er das Simulatorfahren absolut drauf hat und dass er hier in der Lage ist, dieses Rennen vielleicht auch als Sieger zu beenden. Kisch hat immer noch so zwei Längen Abstand auf Sascha Lenz. Also da wird
ihm wahrscheinlich tatsächlich die Zeit ausgehen, aber das müssen wir erstmal abwarten. Jetzt sind wir mal im Auto des 35-jährigen Ungarn, der den MAN von Sascha Lenz vorne, den grün-schwarz folierten MAN, vor sich hat. Kommt immer näher, Lenz bremst da in die Kurve, Kich versucht es. Sascha Lenz hat es ja gesagt, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, als ich es vor den Rennen erklärt habe, mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, der fährt mir auf den Trainingsservern so ja, 0,8, 0,9 Sekunden pro Runde weg. Währenddessen wir jetzt hier auf einen Angriff warten. Wird das Alvarez noch probieren? Kich ist dran. Kich ist dran an Sascha Lenz. Was war mit dem beruhigenden Vorsprung? Ich wollte dieses Wort nicht in den Mund nehmen. Hab's dann trotzdem gesagt. Aber der Kich, der fährt wirklich wie von einem anderen, ich will nicht sagen von einem anderen Stern, aber von einem anderen Planeten. Das könnte man fast so sagen. Kriegt der noch dem Lenz, holt er dem noch den Podestplatz weg, greift jetzt an am Ende Start und Ziel. Sascha Lenz verteidigt das. Vorne greift Alvarez wieder an. Und da geht's hinten auf die rechte Stoßstange. Da hat Alvarez wieder ein wenig sich selbst geschadet. Wenn Sascha Lenz jetzt den notwendigen Push hat, wird er sich auf die zweite Position setzen. Aber die bessere Linie liegt im Augenblick bei Alvarez. Kich guckt da noch erstmal zu. Sascha Lenz steckt zurück, bleibt da aber in der Position und wird versuchen, hier noch den ein oder anderen Vorteil herausschlagen zu können. Norbert Kich hinten ganz wild. Man sieht dieses rote Cockpit vom Titelverteidiger immer wieder hin und her. Lenz hat ihn im Rückspiegel. Da kommt Kich ein wenig ins Schleudern, weil er vielleicht einen Millimeter zu schnell war für den Angriff auf Sascha Lenz. Also da will Norbert Kich nochmal was versuchen. Alle vier. Was ist das für ein Rennen? Die liegen alle in ganz, ganz engen Zeitabständen, aber keiner ist im Augenblick in der Lage, noch einen Platz gut zu machen. Kann Kich dem Lenz noch die dritte Position nehmen? Kann Alvarez den Sieg von José Villa noch verhindern? Das sind die Fragen, die sich hier in den letzten Minuten dieses Rennens stellen. Das sind die Fragen, die uns dann auch in die letzte Runde begleiten werden. Kich greift wieder an. Lenz kann das im Moment kontrollieren. Muss natürlich jetzt jede Kurve sauber fahren. Villa hat Alvarez im Rückspiegel. Die beiden Spanier, die hier dieses zweite Rennen kontrolliert haben. Villa gibt da ein bisschen nach, lässt ein bisschen was liegen. Jetzt haben wir die beiden Kontrahenten. Jetzt haben wir das Pärchen Villa und Alvarez und Sascha Lenz und Norbert Kich im Splitscreen. Jetzt können wir genau schauen, wie sich das in der letzten Runde, die vermutlich jetzt gleich anbrechen wird, verhalten wird. Noch ist alles beim Alten. Villa, Alvarez, Lenz, Kich. Das die ersten vier. So gehen sie über Start und Ziel und so kommen sie in diese Rechtskurve, die sich an die lange Start- und Zielgerade auf dem Ungaroring anschließt. Keine Veränderung. Keiner hat einen Angriff gewagt. Da wird auch keiner mehr einen Angriff wagen, der auf erster oder dritter Position, auf erster sowieso nicht, aber auch Sascha Lenz wird dann nicht mehr nach vorne auf den zweiten Platz spekulieren, sondern er wird alle Kräfte mobilisieren, um Norbert Kich hinter sich zu halten, bis man das schwarz-weiß karierte Tuch virtuell gezeigt bekommt. Wir befinden uns in der letzten Runde. Villa Alvarez scheint mir entschieden. Der Drops ist gelutscht, der Abstand ist zu groß. Aber Kich versucht noch aufs Podium zu kommen. Sascha Lenz, allen Lenz-Fans da draußen, jetzt mal die Daumen gedrückt, dass der Sascha hier im zweiten Rennen aufs Podium kommt. Auf einem komfortablen fünften Platz haben wir Lukas Hahn. Dem brennt da an dieser Stelle jetzt nichts mehr an. Der hat diese Position sicher, der wird von Jonathan André nicht mehr gefährdet werden können. Hat sich dann wohl auch entschieden, da nicht mehr nach vorne hinzugehen. Kich jetzt gegen Lenz. Gibt das wieder eine... Nein, ich sag's nicht. Das wird eine ganz faire Veranstaltung. Wir hatten da im letzten Jahr so einen kleinen Vorfall
aber die Rennkommissare haben Argus-Augen darauf und Kisch hat vielleicht jetzt auch gesehen, dass es heute Nachmittag mit einem Überholmanöver von Sascha Lenz nichts mehr wird. Oder hat er noch einen Trumpf im Ärmel? Norbert Kisch hat nicht mehr viele Kurven Zeit, um hier noch auf die dritte Position vorzufahren. Lenz kann das im Moment noch halten. Lenz ist noch auf dritter Position und Kisch, ja, ich habe so den Eindruck, er lässt es jetzt geschehen. Er fährt mit rum, merkt, dass er an dem Ohmitzer nicht vorbeikommt. Jetzt bleibt ihm noch eine Kurve. Hat er da noch was ganz Besonderes vor? Aber Lenz muss da Kampflinie fahren, tut das auch. Macht er wunderbar, wird ihn jetzt hier in dieser Kurve nicht vorbeilassen. Er ist ganz ordentlich in diese Kurve reingefahren. Willer gewinnt das Ding. Der kann das vor Glück auch nicht fassen. Alvarez auf 2 und dann haben wir einen Sascha Lenz auf der dritten Position. Wunderbares Rennen. Was war das für ein Viererzug, den wir hier erleben durften? Und Norbert Kisch ist nicht auf dem Podium. Das ist jetzt keine Schadenfreude, sondern es geht einfach darum, dass diese Digital-Challenge in diesem Jahr nochmal ein ganz anderes Kaliber ist, als das, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Also, wenn alles so bleibt, provisorisch einmal die ersten 5. Da haben wir die Startnummer 99, José Villa, den 21-jährigen Spanier mit seinem MAN auf der Siegerposition. Wir haben die Startnummer 8, Manuel Alvarez aus Spanien mit Mercedes auf dem 2. Platz. Wir haben auf 3. Position den MAN mit Sascha Lenz, auf der 4 den Titelverteidiger vom Revers-Team Norbert Kisch. Und auf der 5 einen sicherlich glücklichen jungen Mann mit der Startnummer 22 und seinem Iveco. Ja, der fährt da noch ein bisschen, trifft's, wie man das so macht. Und Lukas Hahn, also ein 2. und ein 5. Platz. Das ist doch ein Ergebnis, mit dem man sehr gut in den Sonntagabend, in die neue Woche und in das nächste Event am 7. Februar gehen kann. Die weiteren Plätze. Jonathan Andrea auf der 6. Antonio Albacete hat sich nach seiner Pole Position auf die 7. Position vorfahren können. Nach seiner Pole Position ist er zurückgefallen. Aber das lag halt an dieser Kollision mit Björn Tayhus. Theo Calvé auf der 8. Aber wir bekommen jetzt sicherlich das Gesamtergebnis nochmal eingeblendet, wie dieses 2. Rennen zumindest über die Ziellinie ausgegangen ist. Da kommt's schon. Rennen 2, das provisorische... 10 seconds to go for the results page. So, José Villa, Manuel Alvarez, Sascha Lenz, Norbert Kisch, das die ersten 4. Lukas Hahn auf der 5, Jonathan André auf der 6, die 7, Antonio Albacete, Theo Calvé auf der 8, Björn und Henry Tayhus auf der 9 und 10, Ivan Rodriguez auf der 11, Pedro Ignacio Garcia Marco auf der 12. Position, Marco Klingelhöfer mit einem sehr guten 13. Platz, Luca Rival auf der 14, der Franzose und Ferry van Drunen, der bezahlt erstmal noch Lehrgeld, wie man so schön sagt, hat dieses 2. Rennen als 15. abgeschlossen. Was wollen uns diese beiden Rennen auf dem Ungaroring sagen? In 14 Tagen, 17.30 Uhr, bitte wieder einschalten. Spannender virtueller Motorsport wird geboten. Da ist richtig was gebacken. Die Spanier sind eine große Bereicherung für diese Racing Challenge. Und da haben wir mit Lukas Hahn und mit Sascha Lenz 2 Eisen im Feuer vorne, die für Spannung und für tolle Akzente und Momente stehen können. José Villa, ich schaue mal, ob David Edison ihn jetzt im Interview hat, vor Manuel Alvarez und Sascha Lenz, das die ersten 3 in diesem 2. Rennen. Und wir schauen mal, wer denn jetzt in den Interviewraum kommt, um vielleicht ein paar Worte zu dem 2. Rennen zu sagen. Noch haben wir keine Informationen, aber muss man ja auch erstmal durchatmen. Man muss ja erstmal das Fahrzeug wieder in die Boxengasse fahren. Dann muss man den Raum wechseln.
Aber ich bin überzeugt davon, dass David Edison alles probiert, um hier noch zumindest ein Horsey Villa an das Mikrofon zu bekommen. Doppelsieg für Spanien. Zweiten Rennen, muss man auch mal bemerken. Die Jungs haben, Sascha Jungs haben Spaß. Third in that race, Sascha. Good drive, tough Sascha race. Ist im Interview. Yes, thank you very much. It was not so easy the race. Es war nicht so einfach, sagte really Sascha. Different from last year, but I'm really happy. Die Trucks sind etwas anders als im letzten Jahr konfiguriert. Er ist jetzt zufrieden. In the front was the two guys. Er hat versucht, aber er hat keine Chance gehabt, die vorderen beiden Jungs hinzukriegen. Er war einfach zu langsam. Dann hat die letzten zwei, drei Runden Norbert Kisch im Rückspiegel gesehen, hat keine Fehler gemacht und ist mit der Third Position, also mit der dritten Position, absolut zufrieden. Diese Saison haben wir mehr Trucks, sagt David Edison. Also Top Championship, yeah, sagt er. So, und Sascha Lenz sagt, ja, er hofft auch, dass das eine schöne, schöne Rennen gibt, dass mehr Fahrzeuge und Fahrer auf der Strecke sind. Very nice, then, und die Races trucks, machen Spaß, wenn sure. mehr Great Trucks unterwegs sind. Sascha, well done. Sascha Lenz hat das gut gemacht und Sascha ja auch von mir herzlichen Glückwunsch zu diesem dritten Platz. Here's a sentence I've not had to use very often in these ETRC digital races. Only fourth, Norbert Kisch, but that's where Norbert ends race two. Tough to get through the traffic, Norby. Oh, yeah. Ah, Norbert hat sich wieder reingetan. Norbert ist da, wenn die anderen in Spanien nicht kommen, dann macht Norbert. In the first lap, you know, because, sure. Yeah, it was difficult. Ah, schwierig, sagt er. I had a little bit of I tried to be careful. But then behind me, everybody tried to overtake real aggressive, and then I got some hits and fall a little bit behind Sascha and the guys in the front, and you know, by the time I catch them up in the last couple, so until the last couple left, hat er versucht, wie gesagt, das behutsam zu machen, hat auch den einen oder anderen Schlag bekommen von Sascha, sagt er, und von den beiden Jungs, die da vorne waren, und das when war you have sehr schwierig. Those little incidents on the first lap, does a digital platform like this bring damage into what you're feeling, or is it mainly to do with losing time and tire wear as well? Yeah, I think there is some damage, but not really significant. So okay. that's not a problem. Also es gibt auch beim virtuellen Rennen Beschädigungen. Das ist aber nicht so tragisch, sagt er. And then, die Reifen sind das größte the Problem. The next one is the tire, yeah, because like all my tires were glowing red. Yeah. Also you know, on the tire display in the Reifen, so, diese Reifensimulation, die man dieses Jahr eingeführt hat, die scheint dann doch das ein oder andere Gute zu haben. Man sieht, dass es viel enger ist, dass man nicht einfach alles as well. It's gewinnen it's nice. Kann. I liked it. Er hat Spaß dran, er findet es toll. So und, good as well, doesn't it? I mean, I know we had this last year, but there are moments where, from the outside, you forget you're looking at virtual pictures because everything is so realistic. Yeah, actually, I have to agree on that because also the feeling on the inside is very, very nice. And, Norbert Kisch ist ja eher ein Fan von virtuellem Racing. Er sagt, auch im Auto oder im Simulator ist das ein super Gefühl. Next stop, the Nürburgring. Bei diesem Norbert Kisch, thanks very much. Thank auf dem Nürburgring geht's mit dem nächsten Stop Norbert und da wird Norbert Kisch sicherlich wieder versuchen, vorne anzugreifen. Da haben wir David Edison. Die beiden Spanier werden wir wahrscheinlich nicht hören. Vielleicht haben wir wirklich die Leitung nicht stehen, aber Norbert Kisch war ja nochmal im Einsatz. Und ja, ich sag mal so, es könnte sein, dass wir gleich diese Übertragung beenden würden. Hat mir Spaß gemacht, ganz ehrlich. Waren zwei tolle Rennen. Zweiter Platz für Lukas Hahn, Podestplatz im ersten Rennen, dritter Platz für Sascha Lenz im zweiten Rennen. So kann das weitergehen. Norbert Kisch ein ganz klein wenig in die Schranken gewiesen. Das möchte ich aber in Anführungszeichen setzen, weil Norbert Kisch ist immer eine Gefahr. Man hat gesehen, wie schnell er die Distanz zwischen sich und Sascha Lenz verkürzt hat. Aber Sascha hat dann auch alles gegeben, um diesen dritten Platz zu behalten, den er ja da schon innehatte. Und er hat ja im Interview auch gesagt, nach vorne war nichts möglich. Dafür war ich einfach zu langsam an der Stelle und konnte dort nicht mehr eingreifen. Ja, wir sind in 14 Tagen. David Edison hat es eben in der Abmoderation zum Siegerinterview gesagt, auf dem Nürburgring.
Ich würde mich freuen, wenn ihr alle am 7. Februar wieder um 17.30 Uhr vor den Geräten sitzt. Dann schauen wir mal, was Rennen 3 und 4 sagt. Und für heute darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Mein Name ist Joachim Eberts. Es hat mir großen Spaß gemacht. Anfangs hatten wir ein bisschen technische Schwierigkeiten. Dafür darf ich mich im Namen des gesamten Teams entschuldigen, aber es ist auch sehr komplex. Hat mir großen Spaß gemacht. Wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, eine gute Woche, bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns alle am 7. Februar auf dem Nürburgring wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. The show is on. Start your engines. Channel right. Switched. User disconnected from your channel. Hello, Anthony.